Ja, nee, da läuft noch nichts. Nochmal ein Reload. Ja, wir kommen ran. Ah, sehr ja, schön. Wir laufen. Ha! Hallo, nach da draußen. Hallo, wir spielen eine Runde in Call of Cthulhu, also mehr oder weniger, weil wir spielen Cthulhu Now in der alten Edition noch. Und wir spielen ein Abenteuer, das es auch zum Download gibt bei Pegasus. Als PDF war, glaube ich, früher mal in einem Cthulhus Ruf drin, weil da sind die ganzen guten alten Cthulhu Now Sachen drin. Es gibt ja relativ wenig von Cthulhu Now. Vielleicht mal so als Hinweis irgendwie an Pegasus, vielleicht veröffentlicht ihr ein bisschen mehr auch über die Jetztzeit. Denn auch heute ist der Mythos immer noch präsent, nicht nur in den 20er Jahren oder davor. Und ich persönlich spiele lieber jetzt als in den 20ern oder 30er Jahren. Ich weiß es nicht. So, ich spiele aber wie immer nicht alleine, sondern es haben sich illustre Gestalten dazu bereit erklärt, ihre geistige Stabilität zu opfern. Und dieses Szenario mitzumachen. Ich fange mal hier auf meiner von mir aus gesehen rechten Seite an, dass die Leopardin 202 als Antonia Toni Legardo. Abend. Darunter zwei Leute in einem Fenster. Auch das habe ich vorher noch nie gemacht. Sieht aber ganz schick aus. danke. Enigmon als Mark Giraud. Wie sprechen wir das aus? Ich würde es als, ja, auch als Marc Giraud aussprechen, ja. Und Amaya Rin als Samantha Kramer oder Kramer. Hallo. Dann auf der anderen Seite Mario als Nancy Cunningham. Und darüber der Max Monster als Geoffrey Turner. Oder Jeffrey Turner. Wie auch immer. Wir bleiben bei Jeffrey. Namen zusammen. Genau. So, falls ihr das Abenteuer kennen solltet oder euch jetzt schnell runterladet, bitte keinen Spoiler in den Chat schreiben oder so. Das wäre ein bisschen unfair. Wenn das Ding gelaufen ist und wir komplett fertig sind, dann könnt ihr ja irgendwie hinschreiben, ey, geil, kenne ich oder so. Aber die Spieler lesen den Chat teilweise halt auch mit und Spoiler ist ein bisschen doof. Immer. Ne? Gerade bei Cthulhu. So, dann würde ich sagen, ohne weiteres Vorgeplänkel stellen wir unsere Charaktere mal ein bisschen weiter vor. Ich sag kurz was wir zur Situation. Wir haben Freitagabend und wir befinden uns in der amerikanischen Großstadt in New York in einem Hochhaus und unsere Charaktere sind alle aus unterschiedlichen Gründen in diesem Hochhaus. Und sie sind auch sehr unterschiedlich, wie ihr gleich feststellen werdet. Und wir fangen auch mal bei Leopardin 202 an, bei Antonia Legardo. Was machst du denn in diesem Hochhaus? Aufpasse. Ich bin Wachfrau. Aufpasse. Aufpasse, ja. Du bist Security da. Ja, genau. Okay. Und sonst noch irgendwas zu deinem Charakter? Ja, nee, über mich gibt's nicht so viel zu wissen. Ende 30. Zwei Kinder, schon ein paar Jobs gehabt, jetzt hier. Mal gucken, Traumjob. Was das so gibt. Hier bin ich. Ja, geht so, ne? Aber man verdient nicht so schlecht. Und kann, glaube ich, eine ziemlich ruhige Kugel schieben. Ich sitze hier jetzt mal so rum und gucke mir die schönen Monitore an und ist leicht verdientes Geld. Genau. Das machen wir jetzt einfach mal eine Zeit lang. Unterstützt von deinem Mitarbeiter, also dein Kollege Darwin Smith, der etwas dickliche, etwas ältere Mann, sitzt ja neben dir und ja, hat auch so die Füße so ein bisschen auf so einen kleinen Hocker unter dem Security-Pult hochgelegt. Und sich zurückgelehnt in seinem Sessel und wie du schon in den ersten Wochen in diesem Job rausgekriegt hast, das ist wirklich eine ruhige Kugel hier. Hier passiert gar nichts. Ja. Genau so ist es nett. Ja, ist doch super.
Ja, gehen wir mal ein Fenster nach unten. Enigmon als Marc Giraud. Wer bist denn du und was machst du in diesem Gebäude? Ich bin ein Anwalt von der renommierten Kanzlei Jordan Smith und Pinkerton, genau. Will ein Geschäft hier abschließen. Ich selbst bin Mitte 30 und bin gerade mit meinem Porsche davor gefahren. Mal nochmal. Ein reicher Stößel also. Als Anwalt kann man sich schon ein bisschen was leisten. Und was für eine Art Geschäft sollst du hier abschließen? Ich habe in 20 Minuten einen Termin mit den beiden Vorstandsmitgliedern vor der REC Corporation. REC. Ah, okay. Und dann soll es irgendwie um so Unternehmensfusion oder irgendwas ganz komisches, anwaltliches sein. Anwaltliche Dinge halt. Um viel Geld geht es wahrscheinlich. Genau. Ah, okay. Da brauchen die natürlich deine Hilfe. Und ja, 20 Minuten, das ist kein Problem. Das schafft man ohne Probleme mit dem Aufzug oben, in den 30. Stock oder wo du hin musst. 38. An den 38. Ja. Das sollte kein Problem sein. Ja, wer ist denn Samantha Sam Kramer oder Kramer? 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 Kramer. Kramer, gut. Ich werde mich dann noch öfters vertun heute, glaube ich. Egal. Ich bin 10 Jahre alt, gehe in die 3. Klasse Wie schön. und ja, und bin gerade auf dem Weg zu meinem Papa, weil ich ihm sagen möchte, dass ich in meinem letzten Aufsatz, in dem ich über unsere Familie geschrieben habe, ein A bekommen habe, also ein sehr gut. Oh, Und ich damit stolz berichten möchte. was macht denn dein Papa in dem Hochhaus? Der ist der Chef von der Firma Gencorp, die im 35. Stock ist. Ah, sehr gut. Okay. Ja. Ja, und dann musst du natürlich schnell irgendwie von der Schule schnell hier hingelaufen. In Amerika ist die Schule ja immer etwas länger. Ja. Genau. Bin extra nicht nach Hause gegangen, sondern gehe jetzt stolz zu meinem Papa. Wenn man schon mal eine Eins kriegt, muss man die auch direkt dem Papa zeigen. Auf der Arbeit am besten. Genau. Richtig, richtig, sehr gut, ja. Und ja, wer ist Nancy Cunningham und was macht sie in diesem Gebäude? Ja, ich bin Nancy Cunningham und vom Beruf bin ich Kosmetikerin und wohl auch bald werdende Mutter. Ich bin hochschwanger im 9. Monat und seit 2 Tagen überfällig. Und ich war oder bin gerade im Hochhaus, weil ich bei einer sehr intensiven Untersuchung bei meinem Arzt, dem Dr. Jonathan Reed, war. Und ja, er sagte, dass alles in Ordnung sei. Und jetzt bin ich gerade wieder auf dem Weg nach unten und habe allerdings, bin ein bisschen verärgert, weil ich meine Brieftasche liegen lassen habe. Oh, okay. Ja. Und der Arzt hat oben seine Praxis. Genau, der hat am 36. Stock seine Praxis. Okay, da musst du wohl oder übel wieder hoch, wenn du deine Brieftasche da vergessen hast. Ja. Ja. Ohne Geld kommt man schwer nach Hause im Taxi oder so. Ja. Okay, ja, vielleicht leiht dir ja der Marc etwas. Der ist ja genug davon anscheinend. Gut. Ja, aber wer ist denn Geoffrey Turner und was macht der denn im Gebäude? Jeffrey Turner. Jeffrey. Jeffrey Turner. Ende 40. Buchhalter. Ich arbeite hier. ja. Für wo denn? Was? Welche Firma? Ich arbeite bei Gencorp. Ah, das ist ja schön. Da haben wir ja schon mal zwei Ja. Leute, die irgendwas mit Gencom zu tun haben. Und jetzt Ich hast du arbeite Schicht gern oder was dort. hast du jetzt? Ich so spät am hab Abend noch? ja, ich hab was im Büro vergessen zu erledigen und ja, pflichtbewusst. Man liebt seinen Job und man macht was für seinen Allzeit Job und muss. Die Bücher müssen Da ja auch kommt auch. stimmen, ne? Sonst Ja, natürlich. Da haben so kommt. Leute wie der Mark, ja, können die Firmen ja nicht untereinander verkaufen dann, wenn die Bücher nicht stimmen. Genau. Und ich
Ja, man zeigt halt Engagement und man will seinen Job gut machen und das bedeutet, dass man auch mal nach Dienstschluss ins Büro kommt, wenn halt doch noch irgendwas zu erledigen ist. Ist halt sowas. Keine Pflicht, aber der Chef sieht's gerne. Ja, so ist es also an diesem Abend, dass alle irgendwie so in diesem Gebäude irgendwo im Foyer noch sind und sich wohl Richtung Fahrstühle bewegen. Und auch einen freien Fahrstuhl natürlich finden. Und ja, der Einzige, der momentan noch nicht im Fahrstuhl ist, ist und kurz neben dem Fahrstuhl ist halt noch das Security-Lager, ist Tony. Und ja, Tony sieht etwas, was sie bis jetzt in ihrem ganzen in ihrem Dasein als Security-Frau hier in diesem Tower noch nicht erlebt hat, nämlich es leuchtet eine Warnblinkleuchte auf. Und zwar im 35. Stock scheint es zu brennen. Wie du natürlich, nachdem du die Anleitungen zu den ganzen Security-Lämpchen gelesen hast, pflichtbewusst hoffentlich, natürlich weißt. Ja, das war jetzt bisher noch nicht so nötig. Darwin? Darwin, hier ist so. Ja, was denn? Oh. Ja, da so. Hier, 35. Stock, müssen wir da mal gucken. Ach, das ist wieder nur so ein Fehlalarm. Du bist ja noch nicht so lange hier, weißt du. Da ist irgend so ein Idiot, der raucht immer auf dem Klo da oben und löst ständig diesen Alarm aus. Vielleicht gehst du mal hoch und guckst mal und haust ihm ein paar runter oder so oder sagst ihm mal Bescheid, nimmst ihm Zigaretten ab, dann können wir nachher noch eine rauchen. Ich habe nämlich kaum noch welche. Dito. Ja, dann gehe ich mal hin. Und was Toni weiß, für solche Gelegenheiten steht im Handbuch, man soll die Treppe benutzen. Ja, das steht da. Weil bei Du Feuer der musst Strom ausfallen kann und dann geht der Fahrstuhl nicht in mehr. den 34. Stock musst du. Aber da. Das ist doch der abgesperrte Bereich. Ich muss mal gucken, wie ich da gleich reinkomme. Ja, also ich bin nicht besonders glücklich und hoffe, dass ich überhaupt irgendwie im 34. Stock ankomme. Los Aber geht's zur naja. Treppe. Ja. Dann ruft der Darwin hinterher: Hey, hey du, willst du wirklich die ganzen 34 Stockwerke nach oben laufen? Also, wenn es da wirklich brennen sollte, dann ist das ganze Hochhaus abgebrannt, bis du da bist. Aber wenn es eh ein Fehlalarm Ja, ist. kannst du auch mit dem Fahrstuhl fahren. Naja, wenn es da wirklich brennt, dann Ich bin ja kommen wir auch noch gleich auf hier, der. falls was Schlimmeres ist. Ja, okay, dann. Ja, Fahrstuhl ist mir eigentlich auch lieber. Und falls hier Scharen von Menschen gleich die Treppe runterkommen und ich da nicht wieder rauskomme, bist du Ja, schuld dann mache ich übrigens. schon was. Ja, kein Problem. Ja, und so hältst du gerade noch die Fahrstuhltür noch, die sich gerade schließt, auf und huschst noch auf den letzten Drücker herein und ihr fünf seid dann in diesem Fahrstuhl, dessen Türen sich gerade geschlossen habt und drückt halt auf die Etagen, auf die ihr wollt, auf die Anzeige. Der Fahrstuhl setzt sich in Bewegung und es ertönt eine wunderschöne Fahrstuhlmelodie. Kann jemand Fahrstuhlmelodien summen oder so? Weil wir haben ja gerade, ich habe versucht, Ton zu machen, aber vielleicht kann jemand eine Fahrstuhlmusik summen. Sehr schön. Wunderbar. Man hört so ein bisschen das Motorengeräusch, irgendwie das leichte Klackern im Fahrstuhlschacht von den Seilen und so. Es rumpelt ein bisschen, es ist schon etwa ein etwas älteres Gebäude. Und diese Musik dröhnt und ja. Guckt euch um, die Leute, die ihr da jetzt seht,
Also Tony könnte Joffrey, Jeffrey könnte Tony kennen vielleicht. So vom Ich Sehen. kann Ja, so vom sein. dran vorbeilaufen wahrscheinlich, ne? Ja, denke ich ja mal. Ihr könnt alle mal einen Wurf machen auf Verborgenes erkennen. Damit ihr da so in den rumpelnden Fahrstuhl nach oben fahrt. Ich würde uns den Würfelbot einblenden hier. Nein, habe ich nicht geschafft. Zack. Ich hab's geschafft. Nicht. Sieht doch gut aus hier. Wo steht denn verborgenes Erkennen? Jo. So, wer hat's geschafft? Tony hat es geschafft, Sam hat es geschafft. Amaya hat es auch geschafft und ich nicht. Was Wir mit müssen Jeffrey? Leerzeichen noch machen. Ich habe es nicht geschafft. Nicht geschafft. Ach so, Dann ziehe noch ja, das okay. Leerzeichen, genau. Hat gemerkt, ja. 34. Ich hab's geschafft. Geschafft. Gut. Die Leute, die es geschafft haben, haben. Ja, ist der, ist, ihr seid ziemlich eingeengt in diesem Fahrstuhl. Der ist nicht besonders groß. Also mit den 5 Leuten seid ihr, also habt Glück, dass es einer von euch ein Kind ist. aber es ist sehr eng. Und man bekommt dann doch die Ausdünstung seiner Mitkollegen, die im Fahrstuhl mit einem herumstehen, dann doch etwas mit. Und es riecht leicht nach Alkohol hier. Ich als werdende Mutter rümpf so ein bisschen die Nase, aber mehr sage ich da jetzt auch nicht dazu. Ich stehe halt Fremde da und Leute im Fahrstuhl. mit meiner Nagelfeile und feile so ein bisschen an meinen Nägeln rum, mehr gelangweilt und immer noch ein bisschen grummelig und warte darauf, dass wir endlich ankommen. Ich flüstere so leise zu mir selbst. So. Lucy, kriegst du das auch? Irgendwoher hört ihr eine kleine Stimme, aber ich rieche das auch. Ja, ich schaue auf meinem Handy nach, ob ich in guter Zeit liege. Streiche nochmal meinen Anzug glatt. Das ist schon wirklich ein edler Anzug. Dazu habe ich halt noch eine Aktentasche. Und ja. Ja, es ist noch Scheint aber etwas. ein bisschen leicht nervös zu sein. Es ist noch etwas Und Zeit, ja. ja, je länger die Fahrt im Aufstuhl, Fahrstuhl. Fahrstuhl dauert, desto mehr nimmt dann meine Nervosität auch zu. Macht Toni etwas, wenn sie den Alkohol riecht? Ich gucke mir die Leute ein bisschen genauer an und überlege, von wem es wohl kommt. Ja, dann beschreibt euch doch noch mal ein bisschen genauer, jetzt wo Toni euch anguckt. Von wem von euch könnte dieser Alkoholgeruch denn kommen? Also der Mark hat sich ja gerade schon ziemlich gut beschrieben. Ich weiß nicht, ob du den so einschätzt, dass, ob das von dem kommt. Na, Der ist bei ziemlich den nervös, Anzugtypen weiß man zumindest. nicht so genau, vor allen Dingen, weil der so nervös wirkt, genau. Die Das Kind. 10-Jährige wird es ja wohl nicht gewesen sein, hoffe Wer ich. weiß? Immerhin spricht sie mit sich selber. Ja. Ich nestle so ein bisschen in meinem Sakko, in der Innentasche von meinem Sakko rum. Ich förder so ein altes Softpack Zigaretten rein, guckst so enttäuscht rein und stopf's wieder rein. Sie haben ein bisschen zerwühlt aus, so, ja, wollte eigentlich gerade mich entspannen, und gesagt, ich muss doch noch mal ins Büro, hast so die Krawatte halb auf 7:30 hängen und Haare ein bisschen verwurstelt, weil, ja. Ich lag eigentlich gerade schon auf der Couch und bin nochmal auf und los.
Ja, und die Schwangere, ich weiß nicht, ob man der zutraut, dass sie Alkohol trinkt. Also ist es relativ offensichtlich, von wo dieser Geruch kommt, denke ich. Ja. Von der 10-Jährigen, ganz klar, die reden sich selber. Genau, die wird es gewesen sein. Ja. Ja. Aber ich schätze diese Typen jetzt alle nicht wirklich als Unruhestifter ein. Außerdem habe ich ja schon einen Auftrag, um den ich mich kümmern soll. Ja. Solange die jetzt sich hier nicht irgendwie noch weiter negativ verhalten, mache ich nichts. Ja, dann fährt der Fahrstuhl noch weiter. Die Fahrstuhlmelodie ertönt immer noch weiter und wird wie jede Fahrstuhlmelodie immer weiter nervig. Und warum man überhaupt Musik in einem Fahrstuhl einspielt, erschließt sich euch immer noch nicht. Ja, und man hat so ein bisschen dieses Gefühl, weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man mit dem Fahrstuhl mit fremden Leuten fährt, man diese ätzende Stille, die da herrscht, keiner redet mit dem anderen und jeder vermeidet irgendwie Blickkontakt mit dem anderen und es ist sehr unangenehm, dieses Gefühl auf diesem engen Raum mit diesen fremden Leuten. Und er fahrt weiter und es ist der Fahrstuhl ist gar nicht einer von diesen Hightech mega schnellen Fahrstühlen, aber langsam so 10., 15., 20. Stock. Ihr fahrt immer weiter nach oben. Ich schaue nochmal nervös dann so auf dem Fahrstuhl, auf wie viele Personen da eigentlich überhaupt zugelassen ist. Und, ja, für 5 Personen. Ich versuche mich so irgendwie noch so hinzustellen, dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Ja. Also für 5 erwachsene Personen ist er zugelassen. Und ja. Ich stehe komplett regungslos, bis auf das Gesuche in meiner Jackentasche da und guck so in eine, so mit leerem Blick so in die Ecke von dem Fahrstuhl, so, ich fahre diesen scheiß Fahrstuhl jeden Tag 3-4 Mal rauf und runter, ich krieg das gar nicht mehr mit. Teilweise mit mehr Leuten drin als jetzt. Und so fahrt ihr 30. Stock. Immer weiter nach oben geht es. Bald seid ihr da. Und dann hat man diese Situation auch endlich überstanden, diese schlimme Sache hier. Als, wer hätte es gedacht, es ein Rumpeln gibt und ein Pumpeln und der Aufzug leicht absackt zuerst. Man ein Knarzen und Quietschen und irgend sowas, was sich vielleicht dann hört, wie ein richtig lauter Knall von oberhalb des Fahrstuhls anhört. Und die ganzen Wände vibrieren, der Boden vibriert und ihr bekommt so das Gefühl, dass ihr nach unten wegsackt und dann seid ihr für ein paar Sekunden im freien Fall. Und ein rotes Warnlicht geht an, während der Rest der Fahrstuhlbeleuchtung komplett ausfällt. Oh, shit. Und der Fahrstuhl fällt. Ich kauche mich auf den Boden zusammen. Nicht jetzt schon, verdammt. Nicht jetzt schon. Nicht jetzt schon. Ich verliere... Lucy, wir schaffen das, Lucy. Wir kommen hier wieder raus. Nicht jetzt. Lass den Fahrstuhl jetzt hängen bleiben. Dieses eine Geschäft noch. Komm schon. Du schaffst das. Sofern ich das... Den Halt und also vor so Verschreck verliere ich den Halt. Und dadurch, dass der Fahrstuhl ruckelt und dann auch wegsackt, sack ich dann mit weg und sackt dann so auf dem Boden zusammen und ja, verziehe ein bisschen schmerzhaft das Gesicht und halt mir den Bauch und ja. Ja. Ihr seid echt alle ganz schön cool dafür, dass das Ding gerade abstürzt, ne? Ja. Ich schreie. Ja, schreien wir auch. Hab ich vergessen. Ja, ihr könnt alle mal auf eure geistige Stabilität würfeln, während der Aufzug im freien Fall sich befindet. Oh, nö. Ich
alles bestens. Mir auch. Aber hab's, wenn man geschafft, so laut schreit, wenn man so laut schreit, dann geht's ja meistens ganz gut, ne? Ja. So, Jeffrey hat's nicht geschafft. Mario hat's geschafft. Antonia hat's geschafft. Okay, nur Jeffrey hat's nicht geschafft. Und verliert 2 geistige Stabilitätspunkte. Werde ich jetzt auch gleich mal anpassen hier. Und kurz bevor ihr dann ihr denkt, es ist ganz gleich aus, hört ihr nochmal ein lautes Rumpeln und Quietschen. Und dann gibt es einen großen Ruck und der Aufzug scheint sich zu fangen. Und man hört wie es draußen hinter der Fassade des Aufzugs irgendwie, wie irgendwas sich an die Wand krallt oder irgendwie, ob das die Bremsen, die Notbremsen sind oder so. Dann wird der Aufzug abgefangen und leicht flackernd ist dieser dunkle Aufzug. Jetzt ist es wirklich sämtliches Licht, was vorher hier gebrannt hat, ausgefallen. Es ist eine kleine rote Notleuchte, die noch von der Decke herunterleuchtet und den ganzen Aufzug in sein so ein diesiges, dummriges, dunkles Rot taucht. Ach, gut, wir halten jetzt. Hoffentlich schaffe ich das noch zum 38. hoch. Kann man bitte jemand die Tür öfter drücken? Du hast gerade überlebt. Du denkst trotzdem nur an irgendwelche Geschäfte. Ja, das ist wirklich ein wichtiges Geschäft heute. Das ist total verrückt, Leute. Hör mal, hier ist nur noch Notbeleuchtung an. Hier funktionieren gar keine Türöffner mehr. Wir müssen gucken, ob wir die Tür vielleicht irgendwie aufstemmen können. Damit wir zumindest irgendwie rauskriegen können, in welchem Stockwerk wir gerade sind. Also ich schreie für meinen Teil nochmal etwas lauter auf, als der Fahrstuhl zum Stehen kommt, ruckartig. Und irgendwie krümme ich mich auch noch weiter zusammen und halte mir den Bauch. Und ein scharfer Schmerz ist da auch, war da auch, das, ja, na, war nicht so gut. Na toll. Ich hoffe, und wimmer vor mich hin und sag mal, alles gut, Lucy. Alles wird gut, Lucy. Ja, kann einer von den Damen mal leuchten? Mister, geben Sie mal was Hand, damit wir die Tür aufbekommen, ja? Ja, ich kann mit meiner Stabtaschenlampe mal leuchten und ich versuche aber auch über mein Walkie-Talkie Kontakt zu Darwin herzustellen. Mhm. Und hoffe, dass das nicht irgendwie gestört ist hier durch den Fahrstuhlschacht. Du holst erstmal dein Walkie-Talkie aus der Halterung und willst gerade den Funkspruch absenden, als es einen lauten Knall gibt, der irgendwo hinter der Fahrstuhltür, wo sich wohl befindet, ungefähr verortet. Und dann hört ihr Leute schreien von draußen. Irgendwas schräg über euch wahrscheinlich. Und ihr hört lautes Gepolter und Leute, die hin und her laufen, dann Gebrüll und Leute, die gegen irgendwelche Türen schlagen oder gegen Wände schlagen oder sonst irgendwas. Und ihr meint, leichten Brandgeruch irgendwie in eure Nase zeigen zu kommen. Finde ich gar nicht schlecht, dass wir hier drin sind. Klingt gerade echt ein bisschen so, ne? Und dann, das riecht nach Feuer. Ja, ein bisschen. Und dann zieht Tony ihr Walkie-Talkie heraus und dreht ein paar Regler und setzt den Funkspruch an Darwin ab. Was sagst du? Darwin, komm. Darwin, wir sitzen hier im Fahrstuhl fest. Hallo, Tony, bist du das? Ja, ich bin's. Wir sitzen im Fahrstuhl fest. Der Fahrstuhl ist abgestürzt. Ich kann nicht sagen, in welchem Stockwerk wir sind, aber du musst unbedingt den Notdienst anrufen. Und irgendwie höre ich hier auch von außerhalb des Fahrstuhls Geschrei und es riecht immer stärker nach Brand. Ruf auch mal sicherheitshalber direkt die Feuerwehr. Ja, gute Idee.
Ich sehe das hier auch auf den Kontrolldingern. Hier ist irgendwie der Strom ist irgendwie so halb weg. Keine Ahnung. Ihr seid im Aufzug fest. Ja. Kann ich nur ganz schwer verstehen. Kannst du mich verstehen? Hallo? Ja, schlecht nur. Ruf den Notdienst an und die Feuerwehr. Alles klar. Ja. Soll ich euch echt. Ich geh mal nach oben gucken, okay? Vielleicht, ich nehm diese Nothandkurbel mit, dann kann ich euch da vielleicht rausziehen aus dem Fahrstuhl. Das wäre gut, ich weiß aber nicht, in welchem Stockwerk wir sind. Wir versuchen das rauszukriegen. Hey, Kollege. Wir stecken wahrscheinlich zwischen zwei Stockwerken. Ja, großartig. Hört ihr das noch am anderen Ende? Ich weiß es nicht, aber ich kann es ja nochmal wiederholen. Es scheint so, als wären wir hier irgendwie zwischen zwei Stockwerken. Alles klar. Ich gehe dann mal nach oben und versuche die Notkurbel dann ans Laufen zu kriegen. Und unterwegs gucke ich mal wegen dem Feuer. Kann was dauern. Und du hast so das Bild von Darwin im Kopf, dieser dickliche alte Mann. Und siehst ihn jetzt die Treppen 35 Stockwerke hochrennen. Aber erst die Feuerwehr und das andere anrufen, den Notdienst. Du hast ihn so schnaufend durch das Walkie-Talkie. Ja, alles klar, habe ich schon gemacht. Ist das dann ein Fahrstuhl, bei dem man auch so eine Luke oben hat, die man öffnen kann? Du siehst jetzt auf den ersten Blick keine Luke. Ich würde mal die Verkleidung oben abtasten. Mhm. Mach mal einen Wurf auf Verborgenes erkennen. Ja. Und dann beschreib mal, wie du das da abtastest, genau, was du da machst. Wie du das genau machen möchtest. Ja, ich habe mir das so gesagt, dass ich einfach oben eben die Decke anfasse. Mhm. Und da dann eben taste, ob man irgendwas halt hochdrücken kann. Die Decke besteht eigentlich aus Stahl, schätzt du? Ja. Und ist eigentlich eine Fläche, würdest du sagen. Du tastest da so dran rum, fühlt sich auch nicht irgendwie warm oder kalt an, ist ganz normal irgendwie. Ja, und während du dann sich dann ausstreckst, auf die Zehenspitzen stellst und oben so ein bisschen dran rumtippelst, bricht Nancy dann einen lauten Schrei aus, weil deine Wehen setzen ein. Ja, dem ist dann so und ich krümme mich schreiend da in der Ecke zusammen und versuche irgendwie trotzdem immer wieder tief durchzuatmen, so wie es mir mein Arzt auch immer wieder gesagt hat für den Notfall. Und was ist denn los? Kann mir jemand helfen? Ich glaube, das Baby kommt. Ach du Scheiße, warum denn jetzt? Okay. Kann hier auch einen Luke oder ähnliches feststellen? Gibt es das in diesem verschlüsselten Fahrstuhl nicht? Keine Ahnung, wir haben jetzt hier gerade erstmal ein anderes Problem. Okay, Mädchen, ist das dein erstes Kind? Mhm, ja. Du hast doch bestimmt diesen Geburtsvorbereitungskurs mitgemacht, oder? Ja. Du musst dich jetzt aufs Atmen konzentrieren. Pass auf, wir versuchen dich hier irgendwie in diesem scheißengen Ding ein bisschen gemütlicher hinzulegen. Hey, kann jemand von euch irgendwie eine Jacke entbehren oder so, dass wir ihr was unter den Kopf oder hinter den Rücken so legen können? Ja. Ich zieh dann mein Jackett aus. Hier. Es muss doch einen Weg rausgeben hier. Also mit der Decke bist du dann nach einer Zeit irgendwie fertig abzutasten. An der Decke findest du groß nichts, was ungewöhnlich wäre. Lucy meint, ihr könnt auch meinen Schulranzen nehmen, dass sie sich darauf legen kann mit dem Kopf. Und reicht euch meinen Schulranzen rüber. Sammy, das ist eine super Idee. Ich baue dafür
für Nancy da irgendwie so eine kleine Ecke, wo sie sich irgendwie anlehnen, abstützen kann, irgendwie wo den Kopf drauflegen kann, wo sie sich halt weiter in den Raum legen kann und rede beruhigend auf sie ein. Nancy, das kannst du. Du musst jetzt atmen, immer wenn die Wehen kommen, musst du dagegen anatmen, genauso wie du das gelernt hast, okay? Mhm. Und ja. Guck auf deine Armbanduhr, sag mir, wenn die Wehen in kleineren Abständen kommen, wenn sie schneller als alle 5 Minuten kommen, sagst du dringend Bescheid. Und so lange versuchst du zu atmen. Immer wenn der Schmerz kommt, atmen. Und ansonsten versuch so ruhig wie möglich zu bleiben. Wir holen dich hier raus und wir kriegen das hin. Ich habe schon 2 Kinder auf die Welt gebracht. Das war zwar im Krankenhaus, aber ich weiß, wie es theoretisch funktioniert. Wir schaffen das. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Okay. Ja, und unter Schmerzen wühle ich mich dann so in die Ecke rein und lege mich da mehr oder weniger so gut es eben geht auf den Rucksack und auf die Jacke und ächze immer mal wieder auf und schaue dann so auf meine Armbanduhr und immer wieder und versuche mich dann wirklich aufs Atmen zu konzentrieren. Habt die Augen auch teilweise geschlossen und lasst euch mal machen. Mhm. Ja, aber apropos machen, Mark tastet weiter die Decke ab und verzweifelt, dass er nichts findet. Was macht Jeffrey? Ich habe mich an der Wand vom Fahrstuhl so runtergleiten lassen, sitze da so ein bisschen resigniert und lasse den Kopf so hängen, gerade. Dann wird der Platz zum Stehen relativ klein, weil die Nancy liegt an die Wand gelehnt, so quer im Fahrstuhl. Mhm. Jeffrey hat sich an der Wand halt, wenn man sitzt, ist das halt, vergrößert das ja die Fläche. Das heißt, für Mark, Samantha und Antonia wird der Platz jetzt zum Stehen schon relativ eng. Na gut, wenn die mir dann in Anführungszeichen zu nah ankommen, ich da sitze, dann stehe ich auf und drücke mich so halt in die Ecke. Und legt den Kopf so schief. Kann jemand was am Boden feststellen? Vielleicht gibt es dort ja denn die Luke. Ja. Hier raus. Klopft in den Boden ab. Macht doch mal verborgenes Erkennen, wenn er das machen möchte. Ja, ich tritt mal so mit dem Fuß so ein bisschen auf der Bodenplatte rum. Mhm. Der Boden besteht übrigens aus so einer Art Teppich. Ja. Na, 98, nicht geschafft. So ein filziger Teppich. Ah, das ist sehr gut. Ja. Toni auch suchen oder kümmert sich Toni nur um Nancy? Ich kümmere mich jetzt hauptsächlich um Nancy und versuche dabei zu überlegen, ob ich irgendwas in diesem Safety Manual gelesen habe, was man machen muss, wenn der Fahrstuhl abstürzt. Aber ich befürchte, das habe ich nur so überflogen, weil mich das nicht so wahnsinnig interessiert hat. Du kannst dich vage daran erinnern, dass es halt diese Notkurbel gibt, die unten halt an der Rezeption liegt, von der Darwin eben auch gesprochen hat, mit dem man dann oben, ganz oben halt den Notlift halt in Gang setzen kann, um festgesteckte Fahrstuhlkabinen irgendwie ab- oder hochzulassen oder runterzulassen. Mhm. Ja gut, aber damit wären wir ja jetzt auf Hilfe von außen angewiesen. Da können wir jetzt, was wir von innen hier drin, gibt's anscheinend genau, dann ja nichts, was so wir jetzt... Es gibt noch so eine Gegensprechanlage, die angeblich mit dem... Mit der Fahrstuhlfirma verbunden ist. Ah, okay. Dann spreche ich da mal rein. Das ist so ein Rauschen. So. Ja, spitzenmäßig. Ja, während Mark den Boden abklopft, irgendwie mit dem... Machst du das Box mit der Faust auf dem Boden oder wie machst du das? Ja. Ja, doch, empfindsamer, als wenn ich da mit dem Fuß einfach aufklopfe. Ja, wie gesagt, so ein filziger, rauer Teppich, der da irgendwie auf dem Boden verbaut ist.
Und Joffrey tritt dann halt so ein bisschen unmotiviert mit seinem Fuß irgendwie auf den Boden und dann in dem Moment sackt die Fahrstuhlkabine, während ihr gerade irgendwie zufällig beide gleichzeitig ziemlich heftig schlagt auf den Boden. Ein Stück runter, fängt sich aber sofort wieder. Ich schreie erneut laut auf. Ich glaube, wir sollten das lassen. Aber Mark hat den Eindruck, dass da irgendwas hohl klingt. Ja, hier klingt's hohl. Genau hier. Hat wir einen Messer dabei oder so, dass wir den Teppich aufsteigen können? Ich kam ein bisschen in meinen Taschen rum, also in meinen Hosentaschen. Und will so ein bisschen irgendwo. Lucy, weißt du noch, wo ich das hingepackt habe? Ja, in den Hosentaschen. Ah, ja, genau. Und hol aus meiner Hosentasche so ein kleines Schweizer Taschenmesser und reichte das so ganz unschuldig. Ah, gutes Kind. Ja, ich klapp das Messer dann auf und fange dann an, den Teppich dann halt aufzuschneiden. Ich atme derweil etwas hektischer und panischer, weil gerade der Fahrstuhl noch ein Stück abgesackt ist. Und ächze dann doch immer wieder und schreie auch ab und an etwas auf wegen den Wehen. Ja, Mark schneidet ein Stück von dem Teppich raus und findest eine Art Fach unter dem Teppich. Ist abgeschlossen. Aber ist ein sichtbares Schloss da? Mhm. Okay. Dann kennt sich nicht zufällig jemand aus, wie man Schlösser öffnet? Auch die Sicherheitsfrau rüber? Hier ist nämlich ein Fach. Ein verschlossenes Fach. Ja, ich bin die Sicherheitsfrau, nicht die Einbruchsfrau. Haben Sie keinen Generalschlüssel? Nasse unten nicht vergessen. Zumindest für den Fahrstuhl. Weil du wolltest ja eigentlich die Treppe hoch. Ja. Hätte ja sein können, weiß er nicht. Es gibt Schlüssel, die sind unten. Ja. Dann versuche ich mich da mal so mit Hilfe dieses Schweizer Taschenmessers. Ja. Da kann man doch bestimmt auch ein bisschen was würfeln. Mechanische Reparatur. Ja. Auf Klasse arbeiten. Oder halt Geschick. Ja, mach mal Geschick mal 3, weil es ein bisschen schwieriger ist mit dem Taschenmesser und so. Ah, irgendwie klemmt das. Will nicht aufgehen. Ich glaube, das ist ein bisschen festgerostet. Aber wenn ich jetzt noch doller drücke, dann springt nachher noch was hier ab. Na toll. Danke. Da muss ja eigentlich auch so ein Kontrollpanel sein, wo die Knöpfe sind zum Einstellen. Kann man. Zum Einstellen? Also zum Stockwerke ja, und so anwählen, Tür auf und zu. Da ist ja. Ich würde gerne mal gucken, ob man, wenn man dieses Schaltfeld da abmacht, irgendwie abschraubt oder wieder, dass man dahinter an diese Schaltkabel und das ran kann, ob man das für die Tür irgendwie kurz schließen kann, dass die Tür sich öffnet, damit wir gucken können, in welchem Stockwerk wir sind. Ja, dann mach auch mal Geschicklichkeit mal 3, um das abzukriegen. Also jetzt ganz normal W100 würfeln? Genau. Und okay. Einfach mal nicht. Ja, es ist halt ohne richtiges Werkzeug echt kompliziert, so eine fest verbaute Schalttafel abzukriegen. Aber ich habe doch ein Leatherman Multitool. Aha. Aha.
das hast du mir vorenthalten, dass du das damit machen möchtest. Dann, ja, du hast mir den Charakterbogen gegeben, wo du weißt, was weiß ich, wie, womit du das machst? Das ist keine Ahnung. Ja, mit dem Leatherman, wenn ich schon Werkzeug habe, dann benutze ich das auch. Dann mach nochmal mal 5. Jetzt wurde, ich habe da ja noch den Leatherman, dann mache ich das doch lieber damit. Ja, siehst du, da siehst mal, du, damit funktioniert das natürlich sofort. Ja, kannst die Schalttafel abschrauben. Und ein Wust aus Kabeln kommt dir entgegen aus der Wand. Ja, dann würde ich auch nochmal mechanische Reparaturen versuchen, ob ich irgendwie rauskriege, so anhand dessen. Mechanisch ist das jetzt nicht wirklich, aber... Ja, nee, aber was ist das denn? Hier Technik, wo habe ich das? Was ist das denn? Das wäre ehrlich so Elektronik, ne? Ja, gibt auch elektrische Reparaturen. Mhm. Ah ja, stimmt, tatsächlich. Ja, dann mache ich elektronische Reparaturen. Ja. Genau, anhand dessen, wie das dahinter, hinter diesem Türöffnerknopf, und guck mir da die Kabel mal genauer an. Das klappt allerdings überhaupt nicht. So viele Kabel auf einmal. Mit diesem Werkzeug, das sie da haben, womöglich bekommen wir damit das Schloss auf. Hier, versuch's halt. Ja, dann versuch's nochmal. Diesmal mal 4. Wer, ich jetzt oder wie? Du. Ja, du wolltest es doch versuchen. Ich hab dir doch das Dings gegeben. Okay. Was Tony auf jeden Fall aber bemerkt, dass das abdruckst und dir das genauer anguckst, ist, dass da anscheinend kein Strom durchfließt. Irgendwie die Schalttafel ist auch ausgefallen und die Notbeleuchtung zeigt eigentlich auch an, dass der Fahrstuhl keinen Strom mehr hat. Ja, das heißt, wir könnten das höchstens nur noch aufstemmen, aber da wir kein Brecheisen oder irgend sowas haben, können wir das wahrscheinlich vergessen. Scheint, als wäre das Schloss hier wirklich festgerostet. Ja. Ohne Öl werden wir da wohl kaum weiter vorankommen. So ein Ärger. Ist das, ist der Fahrschulraum, gibt es da irgendwie Belüftungsschächte? Also in dem Sinne von, dass da irgendwie eine Frischluftzufuhr innerhalb dieses Fahrstuhls ist, weil je länger wir hier drin sind, zu fünf. Zwei kleine Lüftungsschächte knapp unter der Decke. An der Wand. Einmal rechts, einmal links. Ja, das heißt, wir müssen uns erstmal nicht. Wenn man die jetzt sich genauer jetzt anguckt, die sind schon ziemlich. Sehen ziemlich eklig aus, so vom Nahen. Sind ungefähr so von diesem Format. So. Ja, okay, noch nicht mehr das Kind wird also durchpassen. Ja. Und schon ziemlich verfilzt und verstaubt. Das ist ärgerlich, dass das anscheinend nicht gescheit gewartet wird hier, aber immerhin brauchen wir uns jetzt nicht so einen Riesenkopf machen, dass wir hier drin ersticken, je länger wir hier drin sind. Ja. Das ist ja schon mal gut. Falls das eine Klimaanlage oder sonstiges ist, ist die wahrscheinlich auch ausgefallen. Ohne Strom. Ja, aber wenn da Schlitze drin sind, dann müsste ja zumindest irgendwie Luft zwischen Fahrstuhlschacht und hier. Das ist ja auch alles hier Wissen. Ja, gerade so. Yes. Geschafft. Ja, also ersticken werdet ihr hier nicht. Siehst du, das wollte ich ja nur wissen. Hat sich jemand zufällig bald in den Tropfen oder irgendwas anderes da? Ich glaube, ich fühle mich nicht so wohl. So lange in diesem Fahrstuhl. Das ist auch ganz schön eng. Ja. Na, kann dir ein Kaugummi anbieten, alter Mann? Ja, das ist besser als gar nichts. Ja, danke. Ich dir ein Kaugummi rüber. Ich greife meine Sakkotasche und hole einen Flachmann raus. Nimm was wenigstens hilft. Oh, danke. entscheide ich eigentlich selber, wann, wie die Wehen, ja, wie das, die Intervalle sind? Ja, okay. Mach selber. Hm.
Ja, also ich schwitze mittlerweile auch schon ordentlich durch die Panik und dadurch, dass es ja nun doch trotz Luft oder Luftlüftungs-Mini-Schächte wird es ja nun doch ordentlich warm da drin zu fünft. Und atme immer noch sehr hektisch und obwohl ich mich immer wieder versuche zu fangen und schaue immer wieder auch auf die Uhr und ächze auch oft wieder durch die Venen und langsam werden die Intervalle auch kleiner. Ich nehme jetzt mal einen großen Schluck aus dem Flachmann, guck sie so an, also ich würde dir ja was anbieten, aber ich glaube, das ist jetzt ziemlich doof. Und nimm noch einen Schluck. Ich achte überhaupt gar nicht drauf, weil ich viel zu sehr mit mir selber beschäftigt bin. ja, und schau dann so auf meine Uhr und schau dann so zu Toni und japse so, ja, das sind 3 Minuten. Okay. Liegst du halbwegs bequem, so wie du da jetzt bist? Ja. Ja, für diese Umstände. Ja. Hier. Okay, dann ziehen wir die jetzt mal. Was hast denn du an, eine Hose oder so? Oder ich habe nur ein Umstandskleid an. Ein Umstandskleid, super. Super gut, dann können wir, da kriegen wir dich da ja besser kommt raus. Kommt ja auch als direkt von noch. Der Untersuchung. Ja, nur das heißt ja nichts. Eine Hose kannst du ja relativ gut an- und ausziehen, wenn du zur Untersuchung gehst, aber mit einem Kleid kann ich besser einen Sichtschutz vor den Männern hier machen und trotzdem mich davor setzen. Ja, wir sind in den USA, da dürfen Männer keine nackten Frauen sehen. Das ist ganz gefährlich. Sammy, hast du in deinem Rucksack irgendwie ein Heft oder eine Mappe oder so? Das ist dein Aufsatz natürlich. Ich habe meine 4 Schulhefte von heute und ich glaube, ja, Lucy, genau, wir haben noch 2 Schulbücher mit. Schulbücher, super. Hast du eins irgendwie aus Deutsch mit ein paar Geschichten oder so? Oder? Kannst deine Familiengeschichte kann vorlesen? Ich kann meinen Aufsatz vorlesen. Super Idee. Cool. Weißt du was? Ich weiß nicht, ob das zu viel auf einmal... Nee, wir versuchen das jetzt mal. Wir müssen mal kurz an den Rucksack dran, Nancy. Wir brauchen den Aufsatz und ein Schulheft. So, pass auf. Du setzt dich jetzt hier vorne zu Nancys Kopf. Und dann liest du ihr deinen Aufsatz vor. Und immer wenn du das Gefühl hast, dass sie ganz, ganz doll Schmerzen hat, dann machst du kurz eine Pause und fächerst ihr mit deinem Heft ein bisschen frische Luft zu. Ja? Und wenn du meinst, sie kommt wieder ein bisschen runter, dann liest du noch ein bisschen weiter. Und Nancy, du hörst dir jetzt schön den Aufsatz an. Wir kümmern uns hier um dich. Wir kriegen das Kind auf die Welt. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wir schaffen mhm. das. Mhm. Und ich nestel unten rum und bastel da irgendwie einen Sichtschutz mit dem Kleid und leg da noch was hin. Hier, ich brauche noch eine Anzugjacke. Wir brauchen hier was drunter, wo wir auch gleich das Baby drin einwickeln können und so. Zieh die Herren aus und kümmere mich darum, dass wir das hier alles für die Geburt vorbereiten. Okay, dann schicke ich mal über Skype euch jetzt gleich mal den Aufsatz. Man kann Sam das mal vorlesen. Meine Familie, die habe ich sehr lieb. Mein Papa ist ein ganz wichtiger Mann. Der ist Chef und hat ganz viele Leute in seiner Firma. Die machen da sowas mit Genen und so. Manchmal komme ich ihn besuchen. Er hat ein großes Büro und hat immer viel zu tun. Er hat dann nicht so viel Zeit, muss sich immer um andere Sachen kümmern. Daheim bin ich bei Mama. Die macht Essen und sauber und so. Nana hat aber keine Zeit zum Spielen. Außerdem riecht sie komisch. Meine Mama wohnt nicht bei uns. Das finde ich sehr schade, denn ich habe Mama sehr lieb. Mama wohnt in einem Sanatorium, weil sie krank ist. Sie wurde krank, weil sie Papas Arbeit nicht mochte. Würde ich dann nochmal einmal laut aufschreien? Oder mehrmals wegen Wehen und so? Also vielleicht einfach so unterbrechen. Ein bisschen Luft zu. Geht's wieder? Mhm. Ja.
Ich weiter. Sie ist da schon seit vielen, vielen Jahren und es geht ihr leider nie besser. Mein Papa hat gesagt, ich muss stark sein. Mama wird da bleiben. Zu Weihnachten besuchen wir sie immer. Soll ich dir wieder Luft zu fächern, Tante? Fächer dir wieder so ein bisschen Luft zu? Ich fächer mir selbst Luft zu. Ja, du arbeitest ja auch immer noch gespannt an diesem komischen Schloss da unten. Gibst es ja immer noch nicht ganz auf, wahrscheinlich. Soll ich weiterlesen, Tante? Ich nicke nur so ganz hektisch. Okay. Ich wünsche mir noch einen Bruder für die Familie. Aber Papa sagt, es geht nicht, weil Mama krank ist. Aber ich bin nicht allein, denn ich habe ja Lucy. Und das ist meine beste Freundin und die ist immer bei mir. Das war leider alles von meinem Aufsatz. Ein toller Aufsatz. Ja, danke schön. Ja, das Walkie-Talkie knackt einen von Tony. Tony, bist du da? Hallo? Darwin, ja, ich bin hier. Konntest du was erreichen? Ich bin hier ja, vom mittleren Stockwerk von Gamecom hier. Hier ist wohl der Feueralarm eben gewesen. Ich riech Rauch. Soll ich mal reingehen? Ja, wäre schon gut, hä? Okay, ich melde mich gleich wieder. Also, könnte auch erst euch rausholen, aber ich gehe dann erstmal gucken, wegen dem Feuer. Naja, wenn es brennt, sind wir hier vielleicht sogar sicherer gerade. außerdem... Lass dir Zeit, Kumpel, lass dir Zeit. Dann müssen wir raus. Schnell. Wir müssen uns vielleicht erstmal überlegen, ob der überhaupt vorher dich vielleicht noch nach einem Herzinfarkt kriegt, wie das sich anhört. Wenn das kommt, sind auch sechs Leute. Aber zwei kleine, die zählen als ein ganzer. Ich guck Toni mal an. Das Kind hat einen Namen. Das ist gib, gut, gib, oder? Mir mal, gib mir mal das Walkie-Talkie. Ja, genau, hier. Ich gehe dann, ich drücke dann auf den Sprechknopf. So, Kollege, hör mal zu. Ja. Bevor du dein Kadaver sonst irgendwo hinschwingst, hol uns hier raus. Wir haben eine Schwangere, die gleich wirft. Wir haben einen Typen, der hyperventiliert. Wir haben ein kleines Kind, das spinnt. Und ich will hier auch raus. Also lass wackeln, verstanden? Wer ist denn da? Mich müsstest du eigentlich kennen. Ich laufe jeden Tag an deinem Büro vorbei. Aber du guckst wahrscheinlich lieber irgendwelche Talkshows, Tony, auf deinem Bildschirm. Steht neben mir. Hallo, Tony. Ich halte das Walkie-Talkie hin. Es wird hier langsam unangenehm. Also es wäre schon gut, wenn die Luden nicht mehr allzu viel lang... Tony, ist irgendwie... Warte mal. Dann hörst du so einen Klick. Ja, der Strom ist ausgefallen. Darüber hatten wir es vorhin schon. Hier ist überall dicker Rauch. Warte mal. Da hinten ist jemand. Hallo! Hallo, ey, sieh da! Hallo! Sieh da an der Kaffeemaschine. Ja, genau. Hallo, hallo! Hören Sie mich? Hallo, geht's Ihnen gut? Was ist passiert? Hallo? Was ist mit Ihnen? Das ist das Letzte, was ihr vom guten Darwin hört. Ja, Darwin hat zugeschlagen. Ich müsste Toni ja eigentlich auch kennen. Ja, noch nicht, die ist noch nicht so lange da, aber. Ja, gesehen habe ich sie sicher schon mal. Ja, gesehen schon. Ja. Also, den können wir abschreiben. Das klang ein bisschen so und wir kommen da jetzt ja auch nicht ran. Oh, hoffentlich hat er das wirklich gemacht und die Verstärkung gerufen und die Feuerwehr und alles. Das Gebäude muss doch evakuiert werden. So effektiv wie die letzten Jahre war, hat er nichts gemacht.
Ganz ruhig. Soll ich dir auch Luft zu fächern, alter Mann? Was? Ich? Luft, ja, Luft. Luft ist gut, ja. Ich glaube, das wäre ganz gut. Ich halte den Flachmann noch mal hin. Trink noch einen Schluck, das beruhigt. Gluck, ja. Gluck, gluck, gluck. Ist leer. Wir sind da drin. Ist leer. Ja, Sammy, du machst das echt super. Wenigstens eine, die hier die Nerven behält. Toll, dass du mir so hilfst jetzt. Pass mal auf, wir versuchen jetzt, dass das Baby auf die Welt kommt und dass der Mann dich umkippt. Zusammen schaffen wir das. Es gibt nochmal ein lautes Knarzen von außen. Das ist nicht mehr so schlimm. Klingt das eher nach Metall oder nach Holz? Ja. Metall. Ah. Ja. Irgendwas sagt mir, dass wir drin tatsächlich sicherer sind als draußen. Zumindest solange sich das Ding hier hält. Sag mal, muss es nicht Apropos eigentlich hält. In einem... Rumpelt gerade ein bisschen. Sackt nicht ab, aber es ist so. Ja. Wir kommen auch raus, wenn der Fahrstuhl sich da ganz unten bewegt. Ruhe bewahren. Muss es nicht eigentlich an den Wänden des Fahrstuhls irgendwie auch einen Erste-Hilfe-Kasten geben? Das könnte. Gibt es einen? Suchen. Ich gucke mir die Wände an. Ah, verborgenes Erkennen. Verborgenes Erkennen? Die Dinger sind leuchtend rot. Nee, also so offensichtlich ist da keiner. Das ist ja unfassbar. Nein, ich finde doch keinen. Und es rumpelt nochmal und knackt und die Kabine scheint sich irgendwie, also die Wände scheinen zu knarzen und sich ein bisschen zu vibrieren und auch der Boden rappelt und so. Und, während Nancy noch einmal aufschreit in einer Wehe, fällt nun auch die Notbeleuchtung aus und es ist stockfinster. Ja, dann schreie ich gleich nochmal. Ja, ich schreie mit, würde ich sagen. Bleibt ruhig, ihr zwei. Du hast so eine, Taschenlampe, also machen wir das. Genau, ich habe eine Taschenlampe. So, du stehst noch und du bist auch halbwegs ruhig. Du hältst mir jetzt die Lampe. Oder uns die Lampe. Das kann ich machen, ja. Sieht man zumindest nicht mal alle Wände. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Hm? Ja, dann malst du dir jetzt aus, dass sie hier eine ganz große Weite ist und du dir keinen Kopf machen musst. Genau. Ja. Alles gut. Jetzt hört man von draußen so einen lauten Knall nochmal. Und es klingt so ein bisschen wie wenn sich so ein so Stahl auf Stahl reibt. Und dann gibt es so ein hohes Geräusch. So nicht, das ist kein Quietschen, eher so ein Klirren. So als würde sich so Fäden auseinanderziehen. So aus so kleine, dünne, wie so Gitarrenseiten, die man so auseinanderzieht. Nice. Ja. Oh Gott, was ist das? In meinem Jackett ist noch mein Smartphone drin. Vielleicht haben wir Empfang und können dann selbst anrufen bei dem Notservice. Ja. Ist mir auch mal überrascht. Dann versuch das mal. Ich rede derweil Nancy zu. Nancy, du brauchst dich jetzt um all diese Dinge gar nicht kümmern. Wir sind jetzt damit beschäftigt, dass wir dein Baby zur Welt bringen. Du konzentrierst dich jetzt auf dich, auf deine Atmung, auf die Schmerzen, die kommen. Wir setzen dich jetzt nochmal ein bisschen anders hin, so dass du irgendwie ein bisschen breitbeinig, praktisch wie als ob es dann direkt losgehen kann. Ich entledige dich mal deiner Unterwäsche. Ja, ich lass dich mal machen. Ja, ich bemühe mich hier. Also wir können uns das vorstellen, müssen es jetzt nicht in jeder Einzelheit beschreiben. Ich wollte gerade hier noch ein bisschen pornöse Beschreibungen reinbringen. Ja, für das männliche Publikum, jawohl. Beschwert euch. Ja, weil Geburten ja auch so unfassbar sexy sind und so. Ne? Es gibt für jeden, für alles einen Fetisch. Egal. Wie sind die Fahrstuhltüren beschaffen? Sind das zwei Türen, die zusammengehen? Ja, genau. Oder sind das so ineinander fahrende? Zwei Türen, okay. Ja, zwei Türen. Ja. Okay. Gibt es Empfang hier im Fahrstuhl? Du hast ganz, ganz wenig Empfang, obwohl, Moment, nee, dein Handy hat keinen Empfang, genau. Nein, leider habe ich keinen Empfang.
sonst hätte ich uns Hilfe gerufen. Hm. Wie siehst du deine Fahrstuhltüren auf? Vielleicht jetzt auf Höhe von einem Stockwerk? Ja, du kannst ja mal versuchen, die aufzuschieben oder aufzubrechen. Du hast halt keinen Hebel groß. Die Frage ist, wie machst du das? Ich würde ihm helfen, über die Tür in die entgegengesetzte Richtung drücken. Mhm. Wir haben ja noch das schwarze Taschenmesser und das Werkzeugset. Ja, dann versuch das doch mal damit mit einem Stärketest mal 3. Mhm. Von beiden. Moment. Ich muss gerade den Charakterbogen wieder aufmachen. Knapp nicht. Mal 3 hast du gesagt. Mhm. Nee. Ja, ohne richtigen Hebel kriegt ihr das Ding kaum auf. Also ihr könnt zwar das Messer dann ein bisschen durchschieben und ein bisschen einen Teig ticken, dass die Tür aufmachen, seht dann irgendwie auch so eine Wand vor euch. Ja. So eine schroffe Betonwand, aber richtig auf kriegt ihr das Ding dann nicht. Es geht sofort wieder zu. Was ist da meinem Schlüsselbund eigentlich alles dran? Nur mein Autoschlüssel oder ist da auch ein bisschen mehr dran? Autoschlüssel, Haustürschlüssel. Ja, okay. Aber scheint, als werden wir wohl immer noch zwischen den Stockwerken sein. Dann hört man wieder von oben wieder ein lautes ein Reißgeräusch irgendwie und dann irgendwas irgendwie ein Scharren. Reißen wie von Papier oder wie durch das von Stahl. Reißendes Stahl. Und dann sackt die Kabine wieder so ein Stück ab. Fängt sich sofort wieder. Und dann gibt es einen dumpfen Aufschlag oben auf der Decke und die Deckenverkleidung kommt euch so ein Tick entgegen. Das ist so eine dicke, tiefe Beule. Oh Gott. Christ, was ist das? Ist da. Ich möchte mal. Sag mal kurz ruhig. Ich möchte mal da hochhören, so in die Richtung, ob sich da oben was bewegt oder ob da einfach nur jetzt Gewicht drauf liegt. Ja, mach mal horchen. Das solltest du schnell tun, weil ich schreie mal noch. Ja. Eine 40, was habe ich horchen? Sie horchen nicht. Mittlere Spalte ganz oben. Ah ja, 25, nein, höre ich, höre nichts. Ja. Auch gerade, also weil Nancy noch so laut ist, kannst du es schwer, ob da irgendwas noch ist, rauskriegen. Hörst du auch noch von draußen irgendwie so ein bisschen ein Sirenengeräusch, hast du das Gefühl? Oh, ich glaube, es kommt wesentlich vorher, ja, glaube ich zumindest, oder sonst was. Ja, ich würde ehrlich gesagt gerne nochmal auf Stabilität würfeln, weil ich gerade mich einer ziemlichen Anspannung ausgesetzt sehe. Freiwillig darf deshalb, man immer auf Stabilität würfeln. Einfach deshalb, weil ich hier gerade ein Kind zur Welt bringen muss, 1000 Leute beruhigen, weil irgendwie alle gerade ein bisschen abdrehen und ich gerade das Gefühl habe, ich muss hier den Laden zusammenhalten und dabei habe ich selber Schiss wie bescheuert. Tja. Fachkraft für Objektschutz. Top. Ja, nun. Ja, siehst du, ne? Guck, mein Würfelwurf hat ja alles hervorragend funktioniert. Ich krieg's ja auch hin. Gerade nochmal, ich hab's aber auch geschafft. Ja, reißt ihr euch gerade noch so mal zusammen. Ihr merkt so, wie langsam so die Panik in euch hochkocht und dann atmet ihr nochmal tief durch und dann könnt ihr es unterdrücken. Ja, ich denke wieder an was Schönes. Bei mir werden die Schmerzen und Wehen auch immer stärker. Und Nancy kann auch mal, wo eben Marc schon gesagt hat, er hat keinen Empfang, kannst du mal eine Ideenwurf machen? Ja, Idee hatte ich. Guter Stoff war in der Flasche drin, Mann. Das irische Zeug. Oh, Mann. Warum war denn das jetzt? Ja, habe ich auch geschafft. Du hast auch ein Handy. Ja, mittendrin
habe ich so diesen Geistesblitz. Ja, du warst ja auch beschäftigt. Also, wenn man jetzt ihr das nicht mehr sieht, dann weiß es auch nicht, ne? Und habe ich so diesen Geistesblitz in meiner Handtasche, die liegt irgendwo neben mir. Da habe ich noch ein Handy. Also vielleicht probiert es doch vielleicht mal. Sollte dein Mann auch wissen, in welcher Lage du dich gerade befindest. Vielleicht ist das keine Schwierigkeit. Ach ja, und ich habe einen Ehemann. Vor allen Dingen, wenn es jetzt zu Ende geht oder so. Ich habe meinen Mann. Er weiß nichts. Er weiß nicht, was passiert. Bitte. Ah. Ihn erreichen können. Guck mal nach. Ich bin das denn auch nicht so gewohnt, so schnell stark zu trinken. Insofern wirklich doch deutlich gelassener noch als vorher. Guck dir mal in ihre Handtasche nach. Ja, du findest ein Handy. Das hat ganz wenig, also hat einen Strich empfangen, aber die Anzeige für den Akku sieht sehr schlecht aus. Mhm. Also ein bisschen Empfang ist da, aber der Akku ist fast alle. Schätzt, dass es noch für ein oder zwei Anrufe reicht. Kurze. Dann Notruf. 911 geht immer. Ja. Na, außer der Akku ist kaputt. Ja, aber. Ja, dann ruf ich erstmal nach. Mir kommt jetzt so ein leichter Kopfschmerz rein. Man merkt, wie ich müde werde. Leute, ich habe gerade einen anderen Gedanken im Kopf. Oben bei Gencorp. Wir brauchen verflucht viel Strom. Und der Strom ist ausgefallen. Nicht gut. Glaube ich zumindest. Ja, also entweder werde ich jetzt gerade zur Polizei verbunden oder ich habe noch nicht gewählt, dann rufe ich halt bei dir. Du willst bei der Polizei anrufen, gut. Dann 911. Was? Ja, hier ist Marc Giraud. Ich befinde mich gerade im... Das wollen wir gleich. Fujiyama Tower. Genau, Fujiyama Tower. Wir stecken in einem Fahrstuhl fest. Und hier ist eine schwangere Frau, über dessen Handy ich hier auch gerade anrufe. Die ist gerade dabei, ein Kind zu bekommen. Des Weiteren haben wir noch ein kleines Kind hier. Der Fahrstuhl ist mit 5 ausgerichtet. Es brennt irgendwo. Und einer der Sicherheitsarbeiter scheint verletzt zu sein. Als wir zuletzt Kontakt mit ihm hatten, hat er laut geschrien. Ja, und der Strom ist auch ausgefallen. Ja. Die Person am anderen Ende wird versuchen, dich zu beruhigen. Und ruhig auf dich einzureden und dann dir zu sagen, ja, wir schicken sofort jemanden los und informieren die zuständige Feuerwehr und Notpersonal. Ja, ich kann Ihnen auch die Nummer sagen. Leuchtet doch bitte mal kurz hier aufs Schild. Ja, das Schild ist ja herausgerissen, das musst du langsam an den Kabeln wieder ein bisschen nach oben ziehen. Ja, ein bisschen nur sehen, was in der Nummer halt drauf steht. Ja, dann sagst du die Nummer durch. Und dann sagt das Handy auch schon so piep, 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 piep. Handy ist alle, ja. Wie ist das noch durchgekommen? Ja. Aber auf jeden Fall, die schicken jetzt Leute los. Ein bisschen warten noch, dann. Ja, der am anderen Ende hat sich nochmal versichert, wer aber den Namen vom Gebäude richtig verstanden hat. Und hat dann nochmal nachgefragt, ist das Gebäude mit der Firma Gencorp drin? Und ja, kannst du ja bejahen. Und dann hast du merklich gemerkt, wie die Person an der anderen Ende der Leitung sehr hektisch wurde und weiter auf dich halt beruhigend eingewirkt hat zwar, aber dann, du hast halt geschäftiges Treiben dann gehört, dass du irgendwas in Bewegung setzt oder so. Okay. Mhm. Wir sind so im Arsch. So, wer steht jetzt, also so Nancy liegt am Boden, Antonia bemüht sich um Nancy, Geoffrey steht irgendwie wieder in der Ecke und lehnt sich mit dem Kopf irgendwie an die Wand. Mhm. Sam fächelt weiterhin Nancy Luft zu. Mhm. Und ja, ich stehe auch.
Ja, Geoffrey hat ja den Kopf so an die Wand gelehnt und es ist ja auch irgendwie dunkel, nur die Taschenlampe von Tony erleuchtet ja irgendwie das Geschehen. Und ja, du hast so den Kopf so an die Wand und hast du so das Gefühl, dass es irgendwie ist, entweder schwitzt du doll oder da ist irgendwas im Kopf. Ich wisch mir dann mal mit der Hand so. Das ist irgendwie über so eine Flüssigkeit auf deiner Stirn. Gerade so. Klebrig vielleicht? Ja, nicht wirklich klebrig, aber so dickflüssig. Ich greife dann mal in meine andere Jackentasche, hole mein Feuerzeug raus, mach das an und leuchte mal so dagegen. Ja, rote Flüssigkeit. Oh, Scheiße. Ja, und leuchtest so ein bisschen an die Wand und siehst dann, du hast halt den Kopf so unten an so einem, an dem Lüftungsschacht gehabt. Durch den Lüftungsschacht fließt gerade rote Flüssigkeit nach unten. Was zum... Alles in Ordnung, Mister? Ich Feuerzeug an die Hand. Schau mal hier. Da fließt was runter. Ja. Ist recht dunkel, oder? Dreimal darfst du raten, was das ist. Ich leuchte meine Hand an. Hast wohl einer raufgeklatscht oben und das Blut, das ist das? Das wird wahrscheinlich der Aufschlag sein, den wir vorher mitbekommen haben. Ah. Verdammte, verstopft uns noch das Ganze, die Lüftungsschächte. Tja. Es tropft jetzt auch langsam von der Decke, weil die Decke ist ja da so, die Verkleidung ist ja so runtergebrochen. Bis jetzt hattet ihr dann noch nicht irgendwie, habt ihr noch nicht da irgendwie dahinter geguckt oder sonst, weil ihr wart ja beschäftigt mit dem Handy und mit der Schwangeren, aber jetzt tropft es auch von der Decke runter. Gib mir mal einer den Leatherman, bitte. Ja. Und Licht bräuchtest du halt, ne? Mit dem Feuerzeug. Ich habe das Feuerzeug. Dann nehme ich mein Handy und schalte es auf Taschenlampe. Das frisst Strom, lass das. Vielleicht brauchen wir den Strom noch irgendwann im Handy. Wenn wir hier rauskommen, vielleicht wieder Empfang haben, brauchen wir Strom. Mach das aus. Ich gucke dann, dass ich mit dem Leatherman irgendwie so an der Verkleidung irgendwie was aufkriege oder was abgekratzt kriege oder von mir aus aufgeschnitten kriege. Kannst halt jetzt, wo das halt so runtergebrochen ist, kannst du quasi die komplette Deckenverkleidung, wenn könntest du mit ein bisschen roher Gewalt abreißen. Und darunter ist halt so eine Luke, die nach oben führt. Ich guck unseren Anwalt an, so. Wie heißt du? Mark Joe. Ja, Mark, gut. Schirm mal hier unsere Gebärende ab, bitte. Stell dich einfach vor sie, dass nichts passiert. Ich mach die Verkleidung jetzt runter. Okay. Dann bewege ich mich so ein bisschen im Fahrstuhl. Nochmal Stärke mal 5. Mal gucken, was dabei rumkommt. Müsste reichen. Nein, reicht nicht. Reicht nicht. Bei 55. Dann, dann ziehst du da ein bisschen und es knarzt und knackt und so, aber du kriegst es so nur so halb rausgerissen. Dann sage ich zu ihm, dann gucke ich sie an, die ihr gerade an der Schwangeren hilft. Schirm du sie mal ab und Marc, hilf mir mal kurz, dann, dass wir das hier runterkriegen. Vielleicht kommen wir dann doch hier raus. Irgendwie. Und schirm mich da mal so drüber. Okay, und jetzt Marc auf 3. 1, 2, 3. Ja. Ziehen! Zu zweit schafft ihr das jetzt, wo Geoffrey das ja schon vorgelockert hat, auf jeden Fall schafft ihr das komplett kaputt rauszuziehen. Und bitte in den Discord-Chat nichts reinschreiben außer Würfeln. Okay. So, und ja. Jetzt bin ich raus. Darunter befindet sich halt eine Luke, die nach oben geht, die halt auch kaputt, also nach innen reingebrochen ist. Da war wohl mal ein Schloss dran oder so. Das ist aber schon auf jeden Fall aufgebrochen. Die baumelt jetzt nicht nach unten oder so, die ist halt jetzt lose in ihren Angeln noch zu. Und halt, es tropft jetzt mehr oder weniger halt
rote Flüssigkeit von da oben durch die kleinen Ritzen, die Luke jetzt, dadurch, dass sie kaputt ist, noch geschlagen hat, nach unten. So, oh, und Scheiße. es wurde sich gewünscht, dass man mal kurz eine Pause macht. Wir können eine kleine 5-Minuten-Pause fürs Bedürfnis, fürs Tee wegbringen, mal kurz einrichten. Ja. Bis später. 5-Minuten-Pause. Wir haben zwar immer noch Pause.
Man kann das schon wieder hören. Oh oh. Zwei Leute sind noch unterwegs. Könnt ihr jetzt noch rausspielen, dass einer jetzt im Fahrstuhl muss? Nein. Das würde die Situation noch verschärfen. So aus Versehen nebenbei. Oh Gott. So. Das Problem ist, Jeffrey hat schon, seit er in diesen Fahrstuhl gestiegen ist, Lust, Zigarette zu rauchen. Ja. Und will sich die ganze Zeit eine anzünden. Tja. Hat da unten in der Empfangshalle. Ja, hat da unten in der Empfangshalle auch noch eine geraucht. Das vielleicht hilft das. Aber Jeffrey hat jetzt gerade einen Fokus, sonst, wenn er weiter komplett unabgelenkt wäre, wäre er schon längst an dem Gesicht. Scheiße, die Schwangere. In dem Fall hätte es ihn wirklich nicht interessiert. Wir haben ja auch noch ein kleines, ein 10-jähriges anderes Kind da. Ja. So. Gut, alle wieder da? Ja. Gut. Also wie gesagt, oben, wenn das Feuerzeug von Jeffrey oben nach oben leuchtet, seht ihr jetzt, wo die Verkleidung abgerissen ist, die Luke oben, die auch so ein bisschen halt nur lose in den Angeln hängt, sich wahrscheinlich relativ einfach aufbrechen lässt, jetzt wo das Schloss schon so halb kaputt ist. Wusste ich doch, dass es doch eine Luke irgendwie. Ja, du hast halt versucht, die ganze Deckenverkleidung abzutasten. Das ist halt... Ich würde jetzt mal in diese Verkleidung, also dann diese Luke gehen und so dran. Also du hast gesagt, die hängt ja in den Angeln mehr oder weniger. Ja, die hängt so ein bisschen nach unten durch halt, weil es ist ja was. Sind das Angeln, die man abschrauben könnte oder? Ja. Ich guck so die anderen an. Soll ich die Luke abschrauben? Egal, was da jetzt da gleich runterfällt, oder soll ich es lassen? Abschrauben. Wir wissen nicht, wie lange wir hier noch bleiben. Ich hau von unten erstmal so dreimal gegen die durchhängende Luke. Mhm. Ja, haust dagegen. Sie liegt irgendwas auf der Luke oben drauf. Das kann man so gleich merken, weil es so ein bisschen dumpf klingt. Dann. Ja. Ja, und ich denke mal, es läuft noch ein bisschen noch mehr Blut durch. Mhm. Und aber es bewegt sich nichts. Nee, hast du nicht den Eindruck. Okay. Ja, dann nehme ich den Leatherman und schraub diese. Nancys Handy klingelt. Ja, dann gehe ich ran. An Nancys Handy. Hallo, wer sind Sie? Hallo? Hallo, ich bin Marc Giraud. Mit wem spreche ich? Pete. Sind Sie Ihr Ehemann oder von den Rettungskräften? Nein, ich. Was für Rettungskräfte? Wir stecken gerade in einem Fahrstuhl fest. Was? Wo? Fujiyama-Gebäude. Oh. Wir kümmern uns um Ihre Frau so gut wir können. Ja, es kommt wieder dieses Wiep, 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 Akku, Akku, Akku. Mittendrin hört man so einen wahnsinnig lauten Schmerzensschrei von mir. Gemischt mit Panik. Nancy, geht's dir gut? Das Kind kommt. Wir kümmern uns drum. Der Akku ist fast alle. Also bewahren Sie Ruhe. Rettungskräfte sind unterwegs. Ich komme sofort. Ich komme sofort vorbei. Ich bin in einer halben Stunde da. Ja, und dann geht das Handy aus, weil der Akku leer ist. Und Nancy kann nochmal einen Ideenwurf machen. Ein Ideenwurf? Mhm. Während Jeffrey noch schraubt. Okay. Hab ich noch eine Idee? Eine Idee, ja. Und wo ist der Würfel? Oh! Oh, das ist ja gut. Hatte Pete nicht gesagt, dass er nicht in der Stadt ist?
Er ist. Und jetzt sagt er, er ist in einer halben Stunde da? Ja, stimmt. Stimmt. Was zur Hölle macht der in der Stadt? War das mein Mann? Wenn er Pete heißt, ja. Da sagt er erst in einer halben Stunde hier, Sie sollen sich keine Sorgen machen. Er sollte gar nicht da sein. Oh, er hat mir gesagt, er ist außerhalb der Stadt unterwegs. Oder etwas dazwischen gekommen? Anscheinend nicht, tönst du von oben runter. Ich grübel darüber vielleicht noch 2 Sekunden nach, bevor die nächste wieder einsetzt. Und ich mich dann wieder anderen Dingen widme. Und ja, so langsam es wohl auch wirklich ernst wird. Mhm. Jeffrey ist ein bisschen damaged. Kann dauern bei so einer Geburt. Mhm. Ja, Jeffrey ist dann irgendwann fertig mit Abschrauben und da ist das Ding dann halt keine festen Widerstand mehr hat, kommst du dir schon so halb entgegen. Ich halte es jetzt fest mit einer Hand. Ja. So, Mark. Ja. Egal, was da jetzt gleich runterkommt, scheren die Leute ab. Hier liegt halt irgendwas auf der Klappe. Ja, Jackett habe ich ja keins mehr, du ja auch nicht. Insofern stelle ich mich einfach so dazwischen. Ich habe meins nicht hergegeben. Ja. Dann gibt es auch kein Tuch zum Abdecken, ja. Einfach nur abschirmen. Und ich würde die Klappe loslassen und so weit wie möglich davon jetzt nach hinten weggehen. Ja, so viel Platz hast du nicht. Da liegt nämlich Nancy hinter dir. Ah, die liegt hinter mir. Okay, dann zur Seite halt irgendwie halt, dass ich wegkomme, so ein bisschen von der Klappe. Ja. Kannst du ein bisschen nur. Gut, dann nimmst du die große Klappe irgendwie so vorsichtig nach unten, ziehst sie halt weg und es baumelt ein Arm nach unten von der Decke. Wie sieht der aus? Blutig. Einfach nur blutig, ganz normal, aber. Blutiger Arm, ja. Okay. Ja, Kind, schau lieber weg. Ja. Nach oben guckst, siehst du noch die Überreste von einer Uniform, die so ähnlich aussieht wie die von Tony. Weiß ich, ob Darwin verheiratet würde? Ja, irgendwas? War verheiratet. Sehe ich einen Ehering? Ja, siehst du. Tony! Oder je nachdem, ob ich sie im Namen kenne. Hier, ich glaube, ich habe Darwin gefunden. Drücken Sie mal bitte auf Ihr Funkgerät. Ich drück drauf. Quäkt's von oben. Ja. Wir haben Darwin gefunden. Was hat ihn denn Stabilität für alle gerichtet? Da ist ein Toter über euch. Ja, aber was hat ihn denn so gerichtet? Auf was, Waffe? Geistige Stabilität. Ah ja, nö! Immer noch. Jeffrey verliert einen Wunderpunkt. Einen? Ja, einen. Das geht ja noch. Ja. Moment, war das da? So, Mark hat auch verpatzt, ne? Yep. Du verlierst 2 Punkte. Sonst haben es alle geschafft? Nein, Sam hat auch. Sam hat es auch verpatzt. Oh, Sam ist ein Kind. Moment, das ist dann noch mal schlimmer. Wo sind meine Kartoffeln? Jeffrey fängt an, schwer zu atmen. Die Frauen doch total ruhig. die hat es wahrscheinlich gar nicht richtig gecheckt. Sam verliert 5 Punkte. Der hat noch nicht so viele Krimis im Fernsehen gesehen und so. Da ist es noch ein bisschen heftiger. So, Tony hat es geschafft gehabt und Nancy auch. Hm? Mhm.
No, was nun? Also. Darf ich jetzt nach oben schieben? Ja, da liegt halt der Körper auf der Luke, ne? Ja, klar. Ihr habt alle den dicken Wachmann gesehen am Eingang. Schiebt den weg. Der liegt da oben drauf. Wer macht das? Wenn ich Ihnen jetzt eine Räuberleiter gebe, meinen Sie, Sie kommen hoch genug, um ihn wegzuschieben? Der Typ wiegt mehr als wir zwei zusammen. Ja, komm, so fett ist er nur auch nicht. Aber Jungs, seid ihr wirklich sicher, dass ihr die Luke da oben frei haben wollt? Was hat den denn wohl so zugerichtet, als wir zuletzt von ihm gehört haben, war er im 35. Stock? Keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Wenn der von oben runtergefallen ist, ist es klar, dass der so aussieht, wie er aussieht. Naja, aber man kann nicht viel, außer dem Arm kann man noch nicht viel sehen. Warum sollten denn die Fahrstuhltür offen sein? War die Fahrstuhltür offen und er ist dann in den Schacht einfach gestürzt. Daher auch der Schrei. Davon gehe ich aus. Aber der hat doch gesagt, er ist da bei der Kaffeeküche. Ja, dann hat er sich an irgendwas erschreckt, der alte Hasenfuß, und ist in den offenen Fahrstuhlschacht gefallen. Und warum sollte der Fahrstuhl offen sein? Ah. Ja, merkst du selber, ne? Wenn die Schwangere dich auf Logikfehler hinweist, die man kriegt. Wir haben einen Stromausfall, vielleicht ist währenddessen die Fahrstuhltür aufgegangen, ist doch alles möglich. Ja, sonst helfen Sie mir hier hoch. Wir müssen ja die Luke irgendwie frei bekommen, sonst passiert hier gar nichts. Und die Luft wird auch noch immer schlechter. Wegen mir? Dann helfe ich ihm, versuche ich ihm hochzuhelfen. Gut, dann hebst du ihn so ein Stück hoch und Marc schiebt den schweren Körper beiseite. Oder zumindest rollst du. Wie machst du das? Schiebst du ihn oder rollst du ihn nur zur Seite? Ja, wahrscheinlich ist er noch halb über mir, also ist ja doch erstmal. Der hängt ja mit dem einen Arm jetzt halt nach unten, ne? Genau. Wie groß ist denn die Luke? So, ja, oder ein Mannloch? Ja, genau, so mannsbreit, mannshoch. Okay. Ja. Erstmal jetzt den drücken, dass er überhaupt oben sich verschiebt und dann den Arm auch mit nach oben nicht, sondern nach unten noch ein paar Zoll. Okay, also rollst du ihn so ein Stück zur Seite. Ja. Ist ja wie gesagt ziemlich dunkel und während du da schiebst, Toni könnte leuchten, machst du das? Mit der Lampe? Ja, ich halte mein Feuerzeug mal hoch. Okay, gut, dann schiebst du ihn beiseite, so über den, im Fahrstuhlschacht ist es halt auch düster und über dir siehst du halt, keine Ahnung, so ein paar Stockwerke über dir, kannst du schwer einschätzen, kommt irgendwo so flackerndes Licht her, das in den Fahrstuhlschacht rein. Ich weiß nicht genau, wie viele Stockwerke, aber ein Stockwerk über uns, da ist flackerndes Licht. Ich denke mal, dass dieser Brand, von dem gesprochen wurde. Aber jetzt können wir mal hoch. Ja, wir können du rollst den Körper noch so zur Seite und kannst jetzt das Gesicht auch sehen. Das ist so irgendwie total zerkratzt und zerfurcht. Und sieht irgendwie sehr so nach einem entsetzten Gesicht aus. Ja. Du blickst den so an, kennst den Mann ja nicht großartig so. Hat die Augen geschlossen so und ja, das Feuerzeug und die Taschenlampe geben halt auch nur wenig Licht. Und apropos, hat der auch eine Taschenlampe dabei? Die vielleicht noch. Müsstest du ihn abtasten jetzt. Genau, ich wollte ja eben mich selbst hochziehen. Okay, dann ziehst du dich hoch, bist jetzt, sitzt dann halt so auch auf seiner Höhe, tastest ihn ab. Und er hat keine Taschenlampe. Mhm. Aber als du ihn so abtastest, schlägt er auf einmal die Augen auf und blickt dich an. Wow! Stabilitätswurf. Und die ganze, als er hinten nach hinten schreckt, geht die Kabine einmal einen Satz nach unten. Ich schreie wieder. Geschafft, verlierst du nur 2 Punkte. Ja, macht er noch was oder gehen nur die Augen einfach auf? Ja, erstmal hat er jetzt die Augen offen. Sie leben noch? Kommt erst keine Reaktion. Okay, war wohl nur eine Muskelreaktion. Die anderen haben das natürlich gehört, was er da oben gemacht hat.
Alles in Ordnung da oben? Er hat nur die Augen aufgeschlagen. Was? Was? Ja, Muskelreaktion, denke ich mir einfach nur vom Rumrollen. Stabilitätswurf für alle? Muskelreaktion. Augen ja, aufschlagen. Geschafft. Wir haben hier eine Medizinerin, endlich mal geschafft. Ich glaube, das ist nicht so wirklich der Fall. Ja, geschafft. Schon wieder, das ist ein Wunder. Ich bin schwanger. Und hab da zwei gewürfelt. Hab's auch. Das ist mal nicht geschafft. Dann hat den Wurf auch nicht geschafft. Nee. Zwei Punkte für Tony. Sam hat's nicht geschafft. Nee. Ein Punkt für Sam. Ah, wo ist Sam da? Und Nancy hat's geschafft und Geoffrey oder Jeffrey? Ich hab's auch geschafft. Oh, ho, ho. Sehr gut. Ja. Mit seinen 27, ja. Mhm. Ich hab Stahlnerven. Eine 6 gewürfelt. Stahlnerven, Schwangere. Die macht gerade Schlimmeres durch. Ja, ja, aber ich. Ja. Ja, ich sehe erstmal nach, ob er noch irgendwas bei sich hat. Handy oder so. Ja, du traust dich gerade so ein bisschen wieder an ihn ran, nachdem du einmal zurückgeschreckt bist und dann so ihn wieder anfasst, zuckt er so ein bisschen. Und dann scheint er irgendwas zu röcheln. Er lebt doch noch! Siehst du, der Kiefer von ihm so aus dem Kieferknochen gerissen. Hat so ein Gurgeln. Kann ich mich da auch mal hochziehen oder ist da zu wenig Platz? Ja. Oben auf der Kabine ist genauso viel Platz wie unten in der Kabine, minus das kleine Loch, wo der durchkommt halt. Na gut, dann habe ich da oben noch Platz. Dann ziehe ich mich mal da hoch. Was denn hier falsch? Er lebt anscheinend doch noch. Ich gehe zu meinem Feuerzeug so hin, leuchte ihn so an. Guck dich aus milchigen Augen an. Darwin! Gib mir! Wie? Was mein ist? Kann man dir den Kopf einschlagen? Gib mir! Was mein ist? Sturz hat ihn bestimmt wahnsinnig gemacht. Ja. Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Dem ist nicht mehr zu helfen. Ja. Jetzt hebt er die eine Arm, der herabgebaumelt ist, eben hebt er an. Mhm. Und versucht nach Geoffrey zu greifen. Ja, ich springe zurück. Ja, viel Platz ist da nicht zum Wegspringen, aber... Ja, halt aus der Reichweite halt so. Ein bisschen geht halt trotzdem noch. Wir sind da oben zu dritt. Wenn wir da unten zu 15 haben, keinen Platz. Oder haben gerade noch Platz, dass eine liegen kann. Ja, wenig halt, ne? Ja. Ja, aber da ist oben immer noch mehr Platz. Ich gehe da den Schritt zurück, so schreckst du zurück, greife in meine Tasche und hol meinen Revolver raus. Okay. Ja. Vorsicht damit, das Ding kann auch abprallen, ne? Ja. Das heißt Taschenmesser hier. Gib mir, was mein ist. Was läuft da oben? Ich schaue doch mal, ob ich schaffe, mit dem Schweizer Taschenmesser sein Herz gegen zu erwischen. Oh yes. So. Mach mal einen Geschicklichkeitswurf mal 5. Ja. Würde ich lassen, ganz ehrlich. Nachher haut er dich. Hör auf. Marc, lass das. Er braucht eine Lösung. Er holt aus und sticht dieses Kindertaschenmesser
mit voller Wucht in die Brust des da liegenden Sicherheitsbeamten. Und es scheint den, also er zuckt kurz so zurück und dann greift er mit seinem Arm nach deinem Arm, Mark. Ich hab's gesagt, lass es sein. Und das, der drückt ziemlich fest zu. Ich nehm den Revolver, geh so auf die Höhe von seinem Kopf, dass der Lauf auf seinen Kopf zeigt, aber wenn die Kugel losgeht, in die Wand schlagen würde und wird abdrücken. Ja. Es halt ein Schuss durch den Aufzugsschacht und der Druck auf Marks Arm lässt nach. Und sinkt zu Boden. Danke. Noch nie Zombie-Filme gesehen, oder? Immer in den Kopf. Zombie. Stabilitätswurf für euch zwei, weil ihr habt gerade einen Menschen getötet. Sie scherzen, Mann. Nö. 2 Punkte für Jeffrey. Zombies, klar, sie scherzen. Ich weiß, wie unglaubwürdig das sein mag, aber was zur Hölle war das dann sonst? Er hat ja auch noch gelebt, hat ja auch geredet. Fällt 17 Stockwerke tief, mindestens. Schlägt auf, ist ein Klumpen kaputtes Fleisch. Schafft es noch, komisches Zeugs zu reden und mit einer echt ordentlichen Kraft und Schnelligkeit nach deinem Arm zu greifen? Ja, Zombie. Ich meine, sein Kopf ist ja auch nicht matsch und jetzt redet er auch nicht weiter. Also. Jetzt ist sein Kopf richtig matsch, vorher war er es nicht. War einfach Zufall, dass da noch so viel Restleben in ihm war. Ja. Red dir es nur weiter ein, wenn du unbedingt meinst. Aber jetzt können wir zumindest mal gucken, was er bei sich hatte. Ja, guckst nach und er hat ja auch dieses Toolkit dabei, was auch Tony hatte. Das Walkie-Talkie. Ist und noch ganz? Das Walkie-Talkie ist noch ganz, ja. Dann packe ich mir das mal an den Gürtel. Und dann hat er noch einen Schlüsselbund und eine Börse, Geldbörse. Er wollte diese Kurbel mitnehmen. Genau, wollte er. Hatte aber anscheinend nicht am Körper gehabt. Also, oder die ist irgendwo runtergefallen, kann natürlich auch sein. Na dann leuchte ich mal hier um mich rum mit dem Feuerzeug, ob die Kurbel vielleicht auf dem Dach liegt. Mhm, nee. Schade. Ab und an hört man von unten, von Nancy oder von mir immer mal wieder so ein Schmerzensschrei. Ja, von oben seht ihr beiden, die ja da oben jetzt drin sitzt, dieses Flackern halt irgendwie, ich schätze mal 2-3 Stockwerke über euch. Und dann auf einmal taucht ein Kopf auf, irgendwie, der über den Rand guckt und herunterruft: Hallo! Ja, wir sind hier unten! Sie sind hier! Keine Sorge, wir sind hier, um sie zu retten. Irgendwas zu ihm sagen. Gut, sehr gut. Nancy, bist du da? Was? Ja. Du erkennst die Stimme von Pete. Ist das so eine Notleiter in der Wand am Aufzug, wo man hochklettern kann? Scheiße. Aber da ich ja da oben auf dem Fahrstuhl Dach stehe, zünde ich mir jetzt eine Kippe an. Ja, der Schuss ist ziemlich laut gewesen, ist ja auch durch den Fahrzeug, durch den Schacht gehallt. Ja. Geht's Nancy gut? Hallo? Wir sind bald einer mehr hier unten, macht hin! Wir lassen ihnen ein Seil hoch, dann könnt ihr euch festbinden und wir ziehen euch rauf. Ja, wir sollen das mit ihrer Frau machen, die ist gerade in Wehen. Dann besser jetzt als gleich. Check doch mal, auf welchem Stockwerk wir sind, ob wir vielleicht die Tür aufmachen können, die Genies. Haben wir schon versucht. Und? Nein, anscheinend nicht, du Klugspeiser. Wo ist meine Frau? Ja, und Tasche unter mir. Sherlock. Was machst du überhaupt hier? Sie fragt, was sie hier überhaupt machen. Komm zur Hilfe. Ganz ruhig. Es wird alles wieder gut. Ah ja.
Du hast gesagt, du bist gar nicht in der Stadt. Sie meinten, sie wären gar nicht in der Stadt. Das musst du falsch verstanden haben. Warte, ich hole das Seil eben. Und den lassen sie so ein Seil runter. Ich schnaube unten nur. Echt so wieder. Ich gucke Toni an. Können wir sie irgendwie festbinden und sie hochziehen, ohne dass das Kind gleich... Ja. Ja, wir müssen das halt so ein bisschen... Also ich hänge halt meinen Kopf so durch die Luke und brülle das runter. Ja, ja. Ja, da müssen wir... Mark und Geoffrey, während Toni noch überlegt, ob das funktioniert, können mal ein verborgenes Erkennenwurf machen. Mhm. Weil die gucken ja nach oben. Ich schau mal so nach... Zwischendurch schaue ich mal nach oben zur Luke und versuche mir auszurechnen, ob ich da überhaupt durchpasse. Ja, mit meinem Babybauch. Passt durch. Das ist kein Problem. Nein, habe ich nicht geschafft. Aber was hat das? Also Moment, Ideen oder verborgene Becken? Verborgenes Erkennen. Ja, ja. Gut. Gut, dann haben die euch so ein Seil runtergelassen. Da ist so eine, die haben das schon so verbunden, dass man es quasi so hier unter den Armen halt so festknoten kann. Langt das Seil runter bis in den Fahrstuhl oder nur bis zu uns? Das hat ja noch Spiel. Also das, die haben es erstmal auf eure Höhe runtergelassen. Und dann ruft Pete von oben. Nancy zuerst! Ja, ja, natürlich. Gut. War ja das klar. Seil, sodass es dann runterfällt in den Fahrstuhl rein. Mhm. Dann wird Nancy vertaut und nach oben gezogen. Ja, ja. Und dann kannst du auch nochmal nach oben gucken und einen Verborgenes-Erkennen-Wurf machen, wenn du da oben bist. Während du da gerade hochgezogen wirst. Mhm. Was habe ich denn da? Nicht geschafft. Oh Manu, einmal nicht geschafft. Du erkennst zumindest, dass da oben nicht nur dein Mann zu sein scheint, sondern mehrere Personen. Aber das ist wahrscheinlich auch. Ne? Mhm. Zieht er dich hoch. Und die anderen sehen, wie Nancy nach oben gezogen wird. Und ja, als sie dann oben auf der ungefähr auf so auf Greifreichweite aus dem von dem Schacht ist, seht ihr dann, wie mehrere Männer halt heruntergucken. Und zwar bis auf den Pete, der relativ normal aussah, tragen die alle Schutzanzüge und Gasmasken. Ja, gut. Also nicht wirklich so Gasmasken, sondern eher so diese biologischen... So Hazmat-Suits? Oh. Genau. Oh oh. So, dann dein Pete reicht Nancy so den Arm nach unten. Nancy kann jetzt auch sehen, du siehst halt so diese Biohazard-Zeichen so auf den Anzügen. Und auch Pete trägt eins, hat aber keinen Kopf auf, also den Hut nicht auf quasi. Ich schaue etwas irritiert und was ist denn hier los? Ich greife aber gleichzeitig nach seinem Arm, um mich dann mir dann helfen zu lassen, da rauszukommen. Gut, dann ziehen die dich nach oben. Und ja, das nächste, was Geoffrey und Mark sehen, dass halt Nancy nach oben gezogen wird. Und ja, dann ist erstmal still. Hier oben lässt sich das ja auch einigermaßen aushalten, gerade mit dem Alkohol zusammen, ne? Ja. Das ist zumindest frische dann Luft hier. Dann das Kind als nächstes. Lass das Tal wieder runter. Warte, Marc. Was? Wieso? Hast du es gesehen da oben? Ja, irgendwas ist doch wohl nicht in Ordnung. Aber willst du lieber hier unten warten, bis es zu uns kommt? Ich glaube nicht, dass wir da oben so gut aufgehoben werden. Die sind in Hazmat-Suits unterwegs. Du weißt, welche Firma da oben ist? Naja, irgendwas hat den Typen hier raufgeworfen. Mhm. Und womöglich halten irgendwann die Seile nicht mehr. Da war schon was am Reißen. Ja, jetzt ist aber Gewicht... Garantiert tot.
Jetzt ist aber schon wieder Gewicht weniger. Also das Problem ist nicht das, sondern komm, du hast, also ich weiß, du hältst die Zombie-Theorie wegen mir blöd, aber du hast die ganzen Filme auch gesehen. Ein paar, ja. Ja? Genforschungsfirma, Katastrophe, Stromausfall. Ja, klar, kann da irgendwas freigesetzt worden sein. Komischen Leichen. Während ihr noch debattiert, ist Nancy oben angekommen. Blickt Pete wahrscheinlich dankbar, der dich hochgezogen hat, ins Gesicht. Der relativ versteinernd dich anguckt, also relativ gleichgültig oder so. Und dann sagt irgendwie so, ja, alles wird wieder gut, ganz ruhig. Und dann spürst du eine Nadel, wie sie in dein Eis bohrt. Und dann wird dir schwarz vor Augen. Ich zucke so und dann, ja. Ja, dann hört ihr unten noch dieses Bingo. Die holen uns nicht. Marc, die holen uns nicht. Meinst du, die wollen nur sicher gehen, dass wir nichts nach draußen tragen? Yep. Scheiße. Die warten, bis wir hier drin verreckt sind. Wir sollten, weißt du was, wir sagen am besten mal nichts. Wir sollten am besten nicht. Bescheid sagen. Also, wir sagen unten Bescheid, ja. Also ich mache schnell, ich schaue schnell durch die Luke. Sie ist oben, aber irgendwas ist passiert. Seid ruhig, sagt nichts. Sagt nichts. Mir wird gerade so ein bisschen schwummrig vor Augen. So wahrscheinlich der Alkohol, der sich ein bisschen verflüchtigt. So. Oh. Ich glaube, da ist ja was passiert. Die haben Hazmat-Suits angehabt. Und wir haben einen kurzen Aufschrei gehört von hier oben. Also gar nicht gut. Seid am besten ruhig. Steck mir auch meine Kopf nach unten. Mist, sind sie bewaffnet? Ja, du meinst, Waffen gesehen zu haben eben, ja. Nein, nicht, ob die oben bewaffnet sind, sondern ob unsere Sicherheitsexpertin da. Ach so. Oder bist du bewaffnet? Nee. Was soll ich denn für Waffen haben? Ich bin hier nur auf Nachtschicht. Ich habe ein Walkie-Talkie, eine Stabtaschenlampe und Laser. Ich habe noch 5 Schuss. Also, es ist jetzt schon ein paar Minuten vergangen, von oben meldet sich keiner mehr. Was ich gesagt habe, oder? Da kommt keiner mehr. Wenn ich oben, genau, ich bin ja noch oben, ich habe nur durchgeguckt. Ich mache mein Feuerzeug wieder an und leuchte mal so rum. Ja. Wie weit über mir ist denn das nächste Stockwerk? Das ist ungefähr, wenn du dich ausstreckst, irgendwie so eine Kabinengröße über euch. Also wenn man die Tür aufkriegen könnte, könnte man rausklettern. Ja. Gibt es denn auch so eine Notleiter quasi im Schacht? Nee. Nee, hattet ihr schon geguckt. Okay. Habe ich vorhin gefragt, ob da war nichts. Ganz blöde Frage. Wenn ich mich auf Darwins Überreste stelle, bin ich dann... Komm ich dann größer, kommst besser dran. Ja, käme ich dann... Könnte ich dann versuchen, die Tür vielleicht aufzudrücken oder... Marc könnte ihnen auch wieder Räuberleiter machen, dann wärst du noch größer. Ja, aber dann müsste er mich halten, deswegen... Gibt es da irgendwie innen einen Nothebel oder irgendwas, um die Tür zu öffnen? Nee, aber... Ja. Der Marc kann ja mal ein... Also einen Ideenwurf machen. Jo. Also du hast das Schloss unten ja nicht aufgekriegt, weil ihr nichts hattet, womit ihr das aufbrechen konntet, aber der Typ hat eine Knarre. Hm.
Mit der Pistole könnten wir vielleicht das Schloss unten aufbekommen. Vielleicht ist dann unten ein Brecheisen oder ähnliches drin. Können wir ausprobieren. Aber, ja. Alle dann aber auf die Kabine oben drauf, während ich unten schieße. Sie beide kommen am besten jetzt hoch. Ich strecke das mal so die Hand hoch. Reicht mir am besten mit die kleine Asama. Habt ihr vor? Vielleicht ist da ein Brecheisen unten drin in dem Schließfach. Dann können wir dann die Tür aufmachen und selbst hier raus. Die wollen uns oben wohl nicht mehr helfen. Was ist mit der Tante passiert in ihrem... Die ist oben. Warum sagt die Tante nichts mehr? Wahrscheinlich sind die Schmerzen so stark gewesen, dass sie ohnmächtig geworden ist. Hm? Lucy hat Angst. Ja, das glaube ich. Ja. Rat mein Geheimnis. Also ich sei alle hoch jetzt, ich mache jetzt die Kiste unten auf. Rate mein Geheimnis. Wir alle haben ein bisschen Angst. Wir müssen uns aber alle zusammennehmen. Okay. Tut mir leid, Kinder, wir haben keine Zeit. Okay, Jeffrey, also alle klettern nach oben und Jeffrey schießt unten das Ding auf. Also ich leg unten die Pistole auf, also so kurz übers Schloss an und drück ab. Ja, das ist, wie gesagt, tierisch laut, wie das letzte Mal auch schon. Ja, es hallt und es schmerzt in den Ohren, ja. Und ja, du hast nur noch 4 Patronen in deinem Revolver und yep. Ja, das Schloss ist auf. Du machst das Ding wir auf haben, und findest eine kleine Feueraxt. Ah, nett. Leute, ich habe eine Hilfekasten. Und einen Erste-Hilfe-Kasten, sehr praktisch. Ah, gut. Reiche ich alles hoch und dann können wir mal gucken, ob wir oben das, ob wir oben die Tür irgendwie aufgestemmt kriegen. Reicht dir erstmal die Hand runter, dass du wieder hochkommen kannst. Dann mach mal einen Geschicklichkeitswurf, um das aufzukriegen. Oh, mal schauen, was wir da hinkriegen. Mal irgendwas, oder? Natürlich mal 5. Ja, dann habe ich es geschafft. Gut, dann kannst du mit Mühe und Not die Axt zwischen die Aufzugstüren quasi stemmen und mit der Hebel der Axt und mit Hilfe der anderen kannst du das Ding aufhebeln und quasi die Axt so dazwischen machen, weil das hat ständig so den Drang halt wieder zuzugehen und du kannst halt dazwischen klemmen, so dass ihr dazwischen passt. Also da könnte dann halt da rauskriechen. Ja. So, und jetzt alle nacheinander raus hier. Ich heb das Ding so lange auf, wie es geht. Oh, mein Kopf. Ich gucke, ob in dem Erste-Hilfe-Kasten Schmerzmittel drin sind. Nein. Also keine Tabletten oder so. Schade. Ist halt wirklich nur Verbandszeug. Okay, wer hätte sein können. Ja, wenn alle raus sind, dann kriege ich hinterher, nimm die Axt mit. Und ja. Wie sieht's aus? Im Stockwerk sind wir jetzt. Stimmt, müsste aber auch Flügel dran stehen, oder? Das müsste außen dran stehen, ja. Ihr seid jetzt in der 33. Etage. Was sagt Ihr Kollege noch gleich? Wir sind in dem 35. wird es brennen? 34. Hat es gebrannt. Oh oh. Leute. Und in der 34. hat man wahrscheinlich Nancy auch reingezogen. Auf der Höhe. Leute, wir haben ein großes Problem. Noch eins? Ja, noch ein richtiges. Ich habe ein Stockwerk tiefer gearbeitet. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, die beiden Stockwerke, 33 und 34, gehören auch zu Gencorp. Hier wird geforscht. Hier darf keiner rein. Hier ist der Strom ausgefallen. Ich will
Sehen wir dazu, dass wir möglichst schnell zum Treppenhaus kommen. Ja, aber wir. Wenn ihr jetzt drauf oder draußen im Flur steht, könnt ihr auch hier sehen, dass flackern, also das Licht, diese Neonlichter, die hier sonst in den Flur erhellen, die flackern. Und die flackern, zuerst denkt ihr das halt ganz dadurch, dass der Strom halt so halb weg ist oder so. Mhm. Aber die scheinen regelmäßig zu flackern, jetzt wo ihr euch irgendwie ein bisschen drauf konzentrieren könnt. Und zwar regelmäßig immer in einem gewissen Abstand. Kann so, ich mir das auf oder wirklich an, so ein Mordbrot? An, aus. An, okay. Aus. An, aus. In dem Rhythmus? An, aus. Ja. Also es wird irgendjemand mit dem Lichtschalter spielen? Ja, sehr regelmäßig vielleicht, ja. Das ist ein Alarmsignal. An, aus. An, aus. Leute, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder Treppenhaus runter und weg oder Treppenhaus hoch und doch versuchen, Nancy zu retten. Das Stockwerk hier sieht relativ verwüstet aus. Irgendwie aus ja, den die Stühle und so und Bänke und das Mobiliar, was hier irgendwie auf dem Flur gestanden hat und Bilder, die an der Wand hingen, sind runtergerissen. Teilweise sind die Wände aufgerissen und es hängen Kabelstränge aus der Decke und aus den Wänden heraus. Wie sieht es aus, wenn die Wände aufgerissen sind? Ja, als ob irgendwas aus der Wand herausgebrochen ist und da hängen dann halt die Kabel raus. Ja, sieht es aus, als wäre es mit einem Hammer rausgebrochen, mit einer Spitzhacke oder mit... Das ist nach innen weggesplittert, das Holz oder die Spanplatten. Okay. Wenn ich mich so umgucke, da wo wir jetzt am Aufzug stehen, was sehe ich da jetzt in unmittelbarer Reichweite? Ist da irgendwie ein Feuerlöscher oder irgendwelche Schränke an der Wand oder weiß der Geier was? Du siehst so einen Feuerlöscherschrank, ja. Und du siehst halt so einen Kaffeeautomaten. Wer der Kaffeeautomat hier ist. Der blinkt halt genau wie das Licht. Also es scheint aus. An, aus. Hat nicht Darwin vorhin... Diese Notkurbel hier im Gang, ne? Na gut, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Gab es noch so eine separate Sicherheitszentrale von Ihrer Firma hier? Von deiner? Wen sprichst du jetzt an? Ja, den anderen Mann. Das Name ich noch nicht was. Jeffrey, also mich. Okay, ja, genau. Wir dürfen hier nicht rein. Ich weiß nicht, was hier oben ist. Ich weiß nur, hier wird geforscht. Das ist alles. Okay. Ich bin Buchhalter, verdammt. Wir dürfen nicht hier hoch. Warum auch immer. Also dieses Stockwerk kennst du. Das hast du schon mal gesehen. Also zumindest im Vorbeigehen. Den Flur kennst du. Ah, okay. Gibt es denn irgendwo einen Fluchtplan oder so hier? In 35. hast du gearbeitet und 34 und 33 hast du halt keinen Zugang eigentlich. Ganz aber konntest du halt mal, wenn du auf der Treppe halt Raucherpause gemacht hast oder so, halt in den Flur reingucken. Ach so, ja, okay. Ja, ich kenne hier nichts. Einmal rein. Flur. Ich versuche mich kurz zu orientieren. Ich werde dann den Weg kennen wahrscheinlich, oder? Ja, zur Treppe könntest du. Rechts oder links geht's zur Treppe. Vor euch sind zwei Türen. Steht da irgendwas dran? Gegenüber. Steht da irgendwas dran? Eine ist nicht beschriftet, das andere ist mit Ärztezimmer überschrieben. Lass mal ins Ärztezimmer gehen, schnell mal gucken, ob irgendwas da ist, was wir gebrauchen können. Ja. Mit so Schmerzmittel oder sonst irgendwas sind, falls irgendwas ist. Ja. Oder Taschenlampe, ja. Ich versuche mal, die Tür aufzumachen. Du drückst die Tür so, Klinke runter, die Tür geht nach innen auf. Mhm. Drückst die Tür so rein und in diesem Augenblick greift etwas nach deinem Arm. Was auf der anderen Seite des Raums war halt. Ich versuche, den Arm zurückzuziehen. Und lass natürlich einen Schrei fahren. Ziehst diese Person oder was auch immer es ist, halt mit Stück weit halt mit dir mit, weil es nur zurück siehst, weil es das feste Griff ist. Ja. Und eine Gestalt mit Ärztekittel, die so noch so halb an der Wand hängt, kommt halt mit dem Kopf jetzt irgendwie so zum Vorschein und guckt euch wieder mit so milchigen Augen an und sagt: Meins!
Dann schnapp ich mir den Feuerlöscher. Oh, verdammte Scheiße. Lass mich los, Verfluchte. Lass mich los, du. Nutz die Axt, die du hast. So. Stimmt. Ja, ich würde mit der Feuerwehraxt würde ich jetzt auf den Arm einschlagen. Gut. Schlägst auf den Arm ein und ja, das gibt keinerlei groß Widerstand mit einer Feuerwehraxt gegen so einen weichen Arm. So. Lässt dich los und ruft einen neuen Mainz. Und bewegt sich aber nicht von der Stelle groß. Okay, wir sollten jeden Kontakt vermeiden. Und ich frage euch jetzt mal an dieser Stelle, also es ist noch ein bisschen was, allerdings, wenn ich auf die Uhr gucke, mehr als eine Viertelstunde noch. Wollt ihr es jetzt komplett zu Ende spielen, dann müssten wir allerdings noch so, keine Ahnung, Dreiviertelstunde spielen. Oder wollt ihr es beim nächsten Mal kurz nochmal neu spielen? Also nächste Woche. Dann machen wir nochmal neu. Ja. Ja. Ja, das passt. Das ist dann nämlich eigentlich jetzt eine gute Stelle, wo man nochmal einen Cut machen kann. Mhm. Und gut, dann machen wir das so. Und werden dann hoffentlich nächste Woche irgendwie einen Termin finden, wo man das machen kann. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn das aus? Aber wir gucken mal gleich auf R, wie wir das hinkriegen. Wird das möglichst schnell zu Ende kriegen. Und dann werden wir erfahren, was mit Nancy passiert ist. Yay! Ob sie schon tot ist oder nicht? direkt heute in der Woche? Also Mittwoch? Ja, würde bei mir gehen. 30. Ja, machen wir danke fürs Zugucken und danke fürs Mitspielen und ganz weiter könnt ihr auf dem Nordpol erfahren, da unten läuft die Adresse durch. Ansonsten danke nochmal für Spielen und Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Gute Nacht. Tschüss.